Hallöle, liebe Toomon-Freunde. Chris ist auch dabei, der Tell Me Why Toomon. Auf geht's, wir sind in Nibby City. Wie geht's ab? Ich habe übrigens mal die Render-Methode gehabt. Schau mal, OpenGL, das ist butterweiche Grafik hier, Chris. Siehst du es? Ich kann die Pixel zählen. Butterweich, sage ich. Butterkeksweich. Wollen wir nach rechts gehen? Eierplätzchen weich. Route 3. Was gibt's auf Route 3 so schönes, Chris? Erzähl mal, du bist doch Pokémon-Profi, oder? Pokémon-Experte. Frag mir sie mal hier. Was erzählt die uns denn, Chris? Sag mal. Excuse me, would you be interested in trade agreement with England? Direkt D-Abo, Elisabeth. Direkt D-Abo. Das geht so, Chris, du Leute. Siehst du, Tobi kann das. Ich kann das nicht. Tobi hat einfach mehr Eierplätzchen als du. Jetzt habe ich ihn einfach nur dazu gebracht, dass er 100 Punkte weniger hat. Der hat eine Schikane, hat die. Ach ja, guck mal. Chris, hast du übrigens mitgekriegt, wir haben einen Shiny Mist hier. Fick dich. Du hattest doch auch einen Shiny. War ein Alfie-Chan, ne? Ja, die es da sowieso als Shinies gibt. Lost Dreams. Ja, das sind meine Dreams, wenn ich ein Shiny in Toomon kriegen will. Ja, der Rainbow jetzt. Tell me why. Machen wir mal eine Pivoted Needle, das geht bestimmt, oder? Chris, du jetzt aber mal hier, wir brauchen erstmal die Expertenrunde. Da habe ich dich jetzt heute dabei. Schade, dass die Experten keine Zeit hatten. Aber was denkst du denn, wofür steht PWJ? PWJ? Ja, für die Pivoted Needle. Ach, das ist ein Geistertyp. Jelly. Mit dem Köckchentanz. PB&J. Mit dem Stöckchentanz. Nein, den Köckchentanz. Ich mach den garantiert nicht. So machen wir einen Schadoball. Er hat immer gesagt, er macht. Das ist so richtig. Nach dem Sprichwort, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Er ist so, ich hab keinen Bock auf den Köckchentanz. Da macht er auf einmal voll mit. Ich leck am Eierplätzchen. Oh, Gröngi hat auch ein paar Erfahrungspunkte gekriegt. Dann ist ja alles gut. Real Gröngi Hour ist hier. So, gehen wir mal weiter zum Anak Mutter hier drüben. Tell me why. Der hat mich im Wald gesehen. Was mach ich denn im Wald, Chris? Der war gar nicht im Wald. Der lügt schon im Pokémon Feuerrot und sagt grün. Ja, gar nicht schön dabei. Die sind nur am Lügen. Ja, Lügen tun. Fick dich. So, okay. Chun ist, glaube ich, jetzt nicht die beste Wahl gegen einen Eistyp, der 14 Level drüber ist. Und was meinst du? Meinst du, das funktioniert gut oder eher nicht so gut? Ich bin der Meinung, das funktioniert einwandfrei. Okay, dann wechseln wir lieber, weil Chris hat meistens keine Ahnung. So einwandfrei wie der Rest, den wir heute Abend probieren. Oh nein, nicht Schnickblake! Aua! Und so Exitus, das gibt's jetzt aber zurück, ne? Mal selber Brick Break. Was Blue so kann, das können wir auch! Critical Hit. Sehr schön. Weißt du, wie Critical Hit hat? Ja. Als Steve nicht mehr bei Blau und Schlau dabei war, dann dieser andere Leugi war. Hieß der nicht irgendwie Melvin oder so? Ich weiß es nicht. Jetzt stell dir mal vor, wie empört Monsieur Salz und Madame Pfeffer sein mussten, als dann auf einmal Steve nicht mehr da war und die am nächsten Tag aus ihrem Gewürzregal rausgekraxelt sind und dann war auf einmal Melvin da. Ja, du musst das positiv sehen. Immerhin war Blue nicht gelb. Madame Pfeffer ruft die Polizei. Ich glaube, Steve ist tot. Oh nein, wer sind Sie? Warum sind Sie durch unser Fenster reingestiegen? Schatz, ich habe dir doch gesagt, dass du die Fenster so machen sollst. Das ist keine sichere Idee. Oh, Madame Pfeffer, bring Paprika schnell in den Keller. Ich bin auch im Keller. Und nicht Protect. Protect and Care. Das ist ein Tiefschutz, den braucht sie. Ja, sie hält sich irgendwie so bei seinem Freistoß. Die steht immer dabei. Steht man beim Freischuss echt so? Es tun viele, ja. Und was meinst du, ist es berechtigt? Nein, viele Fußballer sind sogar ja. Ach so. Das erklärt auch die Berufswahl. Naja, sie verdienen gut. Ja, aber nicht viele, oder? Mehr als wir mit dem Spaß hier. Ich krieg 50 Cent dafür, wenn ich jedes Mal Ascent hier sage. Ja, ich hab ne. Aber es ist halt nur Ascent. Ich hab einen Leibeigenen, der erzählt die ganze Zeit irgendwas und ich muss nicht reden, dann macht der Chris das für mich. Mhm. Was war das denn für ein Geräusch? Ja, danke, Ben. Ja, danke, Mutter. Ja, geh mal weg, Ben. Ich hab deine Cappy gegessen. Was geht denn? Ich hab deine Cappy gegessen? Bist du ein Trainer, dann geht's mal on hier jetzt. Ich finde es eigentlich voll schlimm, wie die dich hier voll belästigen. Ja, der will sein Netz über meine Haare stülpen. Hey, yo Mama. Ja, sieht aus wie eine laufende Kartoffel mit einer Haarspange. Sieht so aus, als hätte sie versucht, irgendwie zu Weihnachten die Geschenke einzupacken. Man hätte sich damit diesen scheißblöden Schleifenbändchen da selbst eingewickelt und so. Oh, fuck. Früher war halt mehr Lametta, Chris, musst du verstehen.
Ja, sie hat das ganze Lametta, deswegen ist heute kein Lametta mehr. Ja, jetzt mach ich jetzt mal Eisstrahl, dann können wir das Lametta einfrieren für nächsten Sommer. Und hier sieht sie ihre Mama, wie sie erkennt, dass Frühling ist. Jetzt gräbt sie das Lametta für den nächsten Winter ein. Ich meine, steckt sie nicht mehr so im Fußboden fest. Oh, schwing dein Ding-Attack, die nehmen wir doch, glaube ich, oder? Ja. Wie viel Brace Damage hatten die? 60. Na, Guste weg. Ring Attack. So, was haben wir jetzt noch? Dai Yosei. Oh, oh. Die ist ein Flug. Gras. Flug. Yeah! Nimm das, du doofe Fee. Darauf ist mein Langdrittschnecke. Die hat das Zubat-Geräusch. Adisu erreicht Level 35. Reidel. Wenn er besser Bunnika hätte, hätte er nicht verloren, sagt er gerade. Da ist eine Beere! Die mag ich gar nicht, die esse ich nicht. Der hat mich gerade gefragt, was falsch mit mir ist, weil ich keine kurze Hose anhabe. Ich habe einen Rock an, okay? Oh nein, der hat Echen. Der hat Echen? Was ist denn Echen? Echen. Was sagst du denn Echen? Was machen wir denn jetzt mit Echen? Fingernägel schneiden. Ja, ich glaube, das kriegen wir hin, oder? Oh nein, Chris, jetzt habe ich Hepatitis C. Jetzt hat die mich gehauen. Gekratzt. Aua! Ich hab mich angefasst. Eieiei. Ist meine Verteidigung gesunken. Chris, ich brauche sofort eine Tetanusspritze. Hast du mal eine? Mhm. Dann frieren wir sie einfach ein, bis wir eine haben. So, Kryostase funktioniert. Wir frieren sie jetzt bis zum nächsten Winter ein. Super, hat geklappt. Können wir die dann nächste Woche noch essen? Mhm. Ah, warum nicht? Ich habe aber Hunger. Uranberie. Was? Gegen alle diese Duelister kämpfen? Ja. Müssen wir nicht, aber machen wir schon. Oh, dieser Blick, den du mir gibst, der ist aber schon ziemlich. Oh. Ich bin ja wie eine Spaghetti-Nudel für dich. Ich wünschte, ich wäre ein Huhn. Hätte ich nicht viel zu tun. Rammt mir eine Spritze in den Arm. Danke, Tobi. Ich hoffe, es war auch eine Tetanus-Spritze. Dabei bist du doch gegen Nüsse alleine. War eine von den kleinen Gelben. So, Miko Charity, los geht's. Geld. Kriege ich dann, ja? Und was machen wir denn ja, damit? Jetzt weißt du, wie Raid Shadow Legends mich sponsern kann. Die sponsern dich. Wahrscheinlich schreiben die uns jetzt, die haben einfach so einen Voice-Filter, weißt du? Und wenn wir das jetzt auf YouTube hochladen sollten und die scannen diesen Part und hören, dass du das erwähnt hast, dann schreiben die dich an, hey, wollt ihr von uns gesponsert werden? Ja. Oh nein, nicht Tickel. Tickel! Oh, das finde ich Kleingeld aber gar nicht lustig. Kleingeld ist nämlich gar nicht kitzelig. Tut nur so. Oh, 10 Medizin, die können wir gut gebrauchen, oder? Jetzt kommt die Spritze von dich. Von der ich schon so viel erwartet habe. Glaubst du, die Spritze hilft bei Alice noch? 7 HP hat die noch. Ja, doch, die Spritze hilft, damit sie nicht mehr leiden muss. Gucken wir mal, ob das was wird. Dann weißt du ja, Rauchen ist immer die beste Medizin. Ich glaube, das Monik habe ich gehabt und am Ende weiterentwickelt. Nee, du hattest eine Shizuha. Gesundheit. Ja, die auch ein fröhliches Fest. Fröhliche Hanukkah, euch allen. Da ist eine Wand. Nee, ist nur ein Käfersammler. Oh mein Gott. Dann lieber eine Wand. Was will der denn jetzt auch schon wieder? James. Hyunchun. Mach mal einen Schwing dein Ding-Attack. Oh, sind sogar schneller. Ich glaube, das kann man verantworten, was meinst du? Oh nein, scheiße, der kann... Dafür, dass wir 12 Level Sonic Boom... Ja, der hat Street Fighter installiert. Ja, ich hab Glück gehabt, dass das noch nicht das Rework des Sonic Boom war. Und das war schlecht. Gegen Hadouken hätten wir keine Chance gehabt, aber Sonic Boom ging gerade noch so. Oh, Level 22 jetzt. Wird auch langsam. Ah, jetzt kommt der entwickelte Wiggle. Wiggle. Der kann wahrscheinlich Hadouken, da muss man vorsichtig sein. Nee, der ist in dem Sailor Moon Meme mit drin, von wegen, weil die Arbeit hier ist getan, du hast ganz gemacht. Richtig. Ja, richtig. So, dann gehen wir mal auf Kleingeld. Was hat er denn gemacht? Sonic Boom. Glaubst du, Wiggle ist ein Mädchen oder ein Junge? Wir können uns nicht sicher sein. Kannst du mal nachsehen? Nein. Warum nicht? Ich möchte heute Nacht auf sicher schlafen können. Das kannst du sowieso nicht mehr. Ich weiß nicht, ich schlafe immer mit offenen Fenstern. Ich habe keinen Bock, dass das auf einmal in meinem Zimmer steht, weil ich die Lampe angelassen habe. Solange du nicht mit offener Hose schläfst, dürfte das alles noch im Bereich des Vertretbaren sein.
Ja, beinseitig. Beinseitig. So, was kriegen wir denn hier Schönes? Ein Chen. Ja, gut. Ich finde das schon schön. Und du? Ja, das Leben ist schön. Ach, wie gut, dass niemand weiß, sei es. 7 Jahre später und 18 Millionen noch für die Aktion. Ich bin vergilwelt. Oh, sogar schwer vergilwelt. Es gibt den ultrablauen Fleck. Da wechseln wir lieber auf Exitus, die ist schon bereit zum Abtreten. Funktioniert schwer vergilwelt eigentlich wie Toxin? Ja, deswegen heißt es ja schwer vergilwelt. Ist auch gleich wieder schwer vergilwelt. Nö. Doch. Doch. Ich bin Level 28 und ich reiche euch jetzt den Arsch auf. Anstatt dass du einfach fließt, nö. Wie kriegt ihr jetzt den Doppelvergibbelt? Never forgibbelt. Das könnte schlimmer sein, okay? Stell dir vor, du hättest eine Glatze und eine große Nase. Ach, fuck. Und guck mal, Raisin. Dann Raisin hast du irgendwas im Auge. Ja, so eine kleine Münze, so zack. Au, mein Auge! Wie kriege ich eigentlich Geld dazu, wenn ich Geld auf die Gegner werfe und es dann wieder aufhebe? Zinsen. Zinsen, noch so. Diddlit. Ja, nee, die bleibt stehen, bis ich mich mal geheilt habe. Ist okay. Mama! Hilfe! Schlüssel, glaube ich, ist eine Bäre. Schlüssel, warte mal. Ich muss es mal heilen. Oh, der verkauft uns einen Krabater. Bestimmt eine Hina. Der verkauft uns vielleicht mal 2,50. Verkauft uns eine Schöner. Der verkauft uns diese dekorative Zimmerpalme, die hinter ihm steht. Da hat ein ganzes Lager davon. Hat er sich irgendwo umgedreht, hast du gesehen? Ich gebe ihm 1 Milliarde. Der hat den Deal für uns. Das Secret Bonica C. Yuyoko, weißt du es nämlich? Outrageous. Ja, das ist schon viel zu teuer für C. Yuyoko. Nennen wir es Outrageous. Ich nenne es Fressbeutel. Okay. Passt das nicht hin, dann müssen wir es leider Fressbeutel nennen. Nee, mit L. Mit L. Halt, das E weg und L. Aber Fressbeutel klingt auch gut. Fressbeutel. Bringst du Dann müssen wir aber, warte. Fressbeutel. Was kann es eigentlich? Schlafen. Granata, bist du's? Komm, wir gucken mal nach. Sie gibt jetzt der Lied, wo wir Stamina abgezogen bekommen. Guck dir mal dieses wütende Cognito-I an. Es ist outraged. Guck mal, das Fressbeutel. Was ja, tut das? Das kann fliegen und hilft den Leuten und lecken kann's auch. Super. Die sitzt abends neben dir und leckt dir das Gesicht ab, Chris. Nein. Doch? Sie ist 5. Nein. Doch, hast doch gesehen. Lass mal gut sein. Chris ist nicht gut in der Informationsverarbeitung, der kriegt das nicht so ganz mit, was hier passiert. Nee. Gibt's hier noch irgendwas Schönes? Gibt's hier jetzt wieder deinen Toxineffekt abholen. Ja, mal gucken. Weißt du, der Abend ist noch jung, manchmal kann man sich ja auch mal ein paar schöne Sachen erlauben. Manchmal steckt man sich da halt einfach mit schweren Vergiftungen an, das kann mal passieren. Ja, manchmal steckt man da einfach nicht drin. Ja. Stecken geblieben, so. Wir haben noch einen Trainer stehen lassen, ne? Die jüde Dame hier. Hallo, wollen wir... Okay, nicht. Wollen wir Freunde sein? Ah, hast du mich gerade angefasst? Und was wäre, wenn? Desinfektionsbeatmungsschutzmasken. Alles da. Guck mal, seine Tevi. Eine Tay. Tay. Das H in Tevi H steht für Haribo. Das steht für Harantene. Oh. Das immer steht für Harakiri. Harakiri, Kiri, Kiri. Follow me. Jawohl, ich spiele Sonic Adventure 2. And everything will be alright. Follow me. Oh, Sole, follow me. Oh, Sole, oh, nee. Irgendwie läuft das Ganze gar nicht so, wie wir geplant haben. Wie hast du es denn geplant? Also, ich hatte hier keinen Plan. Ich schon. Was war denn dein Plan? Unterhosen klauen. Ja, okay. Aha. Level 39? Ja. Ja. Oder Profit. Achso, das ist so gut. Haben wir Profit jetzt? Ja. Jetzt kommt noch TWL. Ich glaube, H steht für Hose und L steht für lang. Hose lang. Lange. Zeig mir mal L. Oh nein, die hat einen Hammer, Chris. Oh oh. Und die hat das Hypno-Geräusch, Chris. Ich habe Angst. Exitus, mach was. Exitus lässt sich mal so richtig ordentlich durchkillen. Ja, kann aber seinen Angriff nicht senken. Verteidigung aber schon. Steht für leistungsstarke Bohrmaschine, die ramme ich dir jetzt in deinen Arsch.
Das ist Zwiebel da aber. Ich meine, das ist ja auch passend dazu, dass du heutzutage Schleifpapier als Klopapier benutzen musst, weil alles andere ausverkauft ist. Ja, außer das Unsichtbare gibt es. Das Unsichtbare gibt es natürlich immer. Das sehen die Leute ja nicht, deswegen kaufen die das ja auch nicht. Richtig. Hier, aufgepasst, nächste 50 Cent, du musst nämlich in die nächste Dimension ascenden, damit du das sehen kannst. Chris, die 50 Cent musst du in die Kasse tun ab jetzt. Scheiße. Wir gewonnen, Sonntag. Glaubst du, hier gibt's noch was Feines für mich? Ja, ich glaub schon. Ich glaub Shane. Shane ist gewesen. Und badly poisoned. Nein, geht nicht, weil du paralysiert bist, Cheater. Ja, das sind die Power Moves, Chris. Das sind die erweiterten Great Taktiken. Move. Ja, erweiterte Taktiken sind. Da können wir immer gerne den Mondswerk. Advanced. Nein. Fortgeschritten. Da ist noch was. Wo? Im Gras. Bin drin. Das ist schön. Bim drin, Chris. Schülerfazit. So, jetzt gibt's erstmal eine Purple Vision. Was ist das denn jetzt? Ich hab dir was vorgesehen. Oh, Kleingeld can't escape now. Das ist so schön, ich will noch gar nicht gehen. 42 Jahre habe ich darauf gewartet, dass ich mich endlich erledigen kann. Jetzt rennst du dich gleich wieder weg. Ich sitze direkt in der DSDS-Jury. Ich brenne deinen Rainbow gleich in Dieter Bohlen um. Können wir nochmal heilen? Ist das gratis? Ich habe das Bolika schon wieder kaputt gemacht. Das ist wie diese eine Weihnachtsfolge von SpongeBob, als Patrick dauernd sein Blatt Papier kaputt macht. So wie, ja, und jetzt hier sitzt deine geheilten Bolika und gehst weg, hörst du dieses Ratschgeräusch. Du klatscht da einfach so ein vierjähriges Mädchen mit so Ganzkörper-Erosion auf den Tisch, mach Heile. Meine Bolika ist schon wieder kaputt, kann ich nochmal Neues haben. Persienberry. Lieber Weihnachtsmist. Lieber Weihnachtsmist. MT-Mon. Ach, Mano. Hey, guck mal, das ist eine Tenchi, die haben wir noch nicht. Warum ist der Stein blutig? Du fragst doch den, der das letzte Mal 23 Mal in 5 Sekunden seine Polika zum Heil gebracht hat. Oh nein, sie dreht den Swag auf, Chris. Was blau, mach ich denn blau, jetzt? Blau, blau, blüht der Hände. Ich kenn jetzt einen Geheimtrick, pass auf, ich zeig's dir. Ich werf jetzt einfach einen ultrablauen Orb. King Crimson. Ah, Mist, der war gelb, deswegen hat das nicht funktioniert. Du musst den superblauen Orb werfen. Ich hab jetzt schon wieder Swag abgekriegt. Wie oft müssen wir... Ah, warte, ich werf mal den superblauen Orb. Das kann funktionieren, warte. Der ist gar nicht blau, der ist grau. Sag das nicht, die kriegt das nicht mit. Aber siehste, so hat geklappt, das hat sie gar nicht gemerkt. Richtig, und das ist so in eine Richtung, schaut sie sich um, hey, Moment. Tenchi ist die älteste Tochter von der Hinawavis, ne? Und die wohnen im Himmel. Der Stein macht mir Angst, Chris. Nennen wir sie Rocco. Klatschmoment. Wie wär's, wenn wir sie Gnöggi nennen? Gnöggi. Eines Helden würde ich. So, was haben wir denn hier? TM9, Bullet seht. Hallo. Bullet. Guck mal, die Wand pinkelt. Oh, guck mal, kennst du die hier? Das ist Rumidumida. Kennst du die, Rumidumida? Ich bin immer wieder ein bisschen erzürnt von diesem Gesparkel, das deine Mystia da abgibt. Keine Sorge, die entwickelt sich noch zweimal. Sag mal, beißt deine Wummi hier? Nein, aber sie tut auch andere Weiße weh. Die post nicht gegen die Wand, Chris. Sie beißt doch. Ich beiß auch gleich. T-Posen ist aber halt auch schlimm. Weißt du, richtig geile Leute beißen auch in Eiscremetüten. Und in Bonbons. Wenn die Tüte noch dran ist, oder? Ich beiß dir gleich in die Tüte, ja. Warum blutet dieser Stein? Ich hol gleich die Polizei, dann nehmen wir Tenchi fest für Steinmisshandlung. Schau mal, der Stein hat seine ersten Tage. Die hat gerade den Stein auf... Hallo! Lässt du das jetzt mal? Nee, ey! Hallo! Beweismittel, ihr Freund, Beweismittel, da habt ihr sie. Ja, dankeschön. Kann ich gleich mal deinen Autopsiebericht updaten, nachdem du gestorben bist. Tschüss. Klatsch. Da habt ihr sie. Klatsch. Ich liebe das Leben, ihr Schweine. Hab jeder, der Peter. Nein, Johnny tut's nicht. Johnny tut gleich was. Verdächtige Menschen in dieser Höhle, das ist mehr likely, than you denkst.
Monika auf deinem PC, this is more likely than you think. Luna hat Shield. Oh nein! Die hat den Typen Bübenbonus gegen Chun-Chun. Chun-Chun? Nee, nichts Chun-Chun. Chun? Nee. General Chun. Warte, jetzt kommt Nögi. Ich meine natürlich Gröngi. Der Stein. Hey, Moment, das ist gar nicht Nögi. Das ist Gröngi, der ist nämlich nicht beeindruckt, der Gröngi. So, los geht's. Mada. Raid Shadow Legends Ball, auf geht's. Ascent. Gewonnen. Chun-Chun hat Level 23 gespielt. Gibt's bei Raid Shadow Legends irgendwas Besonderes auf Level 23? Steuern! Ihr habt Steuern freigeschaltet! Bestes Feature! Ja, jetzt kann sich dein Charakter endlich bewegen. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich bezahle jetzt meine Steuern mit Kleingeld. Ich bezahle 743,34 € in 1 Cent Münzen. Wir haben 3581 Euro Steuern. Oh nee, bezahlen. Nicht Bubblebeam! Das ist die gefährlichste Attacke. Du musst einfach mal so ein ganzes Projekt machen, wo du wirklich den englischen Text genauso vorliest, wie er da dran steht. Dann mach ich doch. Foece-Star-S-Usit-Encore. Kleingeld-Gott-An-Encore. Kleingeld-Usit-Miko-Charity. Du musst dir vorstellen, dass der ganze Text von jemandem gesprochen wird, der die Wörter Kleingeld einfach so richtig böse deutsch ausspricht. Kleingeld! Ja. Lal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 a. Hallo, junges Fräulein, na, geht's gut? Was? Ich warte auf meine Freunde, die warten auf mich hier. Was? Ja, das haben sie dir vor 3 Tagen gesagt, sie sind immer noch nicht da. Ich hab gar keine Freunde, das ist der Witz. Dann zieht sie gleich ihre Hand raus, na Jungs, alle da. Nein, jetzt irgendwo so Poképuppen aufgebaut, die auf sie warten. Ja, die Tevi ist ja gar nicht echt. Das ist eine Puppe. Na Püppchen, möchte man mein Exi durchgehen lernen? Nee, der ist ruhig wie kein Schlude. Ich hab grad eine Ohrfeige kassiert, Chris. 3. Kein Bier vor 4. Aber keine Sorge, Chris, du kennst ja die Faustregel, ne? Wenn dir eine Frau eine Ohrfeige gibt, darfst du zurückbatschen. Los geht's. Zack. So funktioniert das doch, oder? Was haben eigentlich diese blauen und pinken Zeichen bei Tohumann zu bedeuten? Na, Yin und Yang, kleine Helden aus dem All. Spannung jeden Tag, weißt doch, wie es ist. Blaues Yin und Yang. Auf Krawall. Spannung jeden Tag. Wir sind fast schon. Oh nein, ich krieg schon wieder Ohrfeigen, Chris. Die ganze Hasenbrigande. Warum wollen die Bunny Girls eigentlich nicht meine Freunde sein, Mensch? Nur weil ich nicht 86 Jahre alt bin, Milliardär und Hugh Hefner heiße? Oh, jetzt willst du, dass ich mitkomme. Oh, oh, ja, okay, warte, ich komme. Siehst du diese Tupi? Oh, da komm ich mit und dann. Klatsch! Siehst du diese Tupi? Geh da hinten, komm mal mit. Klatsch. Gekrittet habe ich. Das hat dir gut gefallen. Hat die noch einen Freund? Ja, die hat noch den mit dem Hammer, hat sie auch noch dabei. Oh oh. Ich glaube, ich krieg nicht schon wieder eine Ohrfeige verpasst. Muss man aufpassen, dass Kalcha Kadela uns hier nicht. Kalcha, beste Kalcha Kadela jetzt schon wieder. Wie mit, ich glaube, die hatten die Hammer, also. Ja, kennst du. Ich bewege mich auch gleich in meinem Outfit. War es nicht fettes Brot? Nein. Mein Brot ist fett und auch behaart und hat einen dicken Fisch am Strass. Ich glaube, das sollte man nicht mehr essen, wenn es fett und behaart ist. Nein, sie wartet darauf, dass ich einen Move mache. Ich mache jetzt einen Move, pass auf, ich klatsche richtig die Fresse weg. So! Hab einen Move gemacht, das, und du? Das fühlt, wenn deine Pausenschilde mehr Bartwuchs hat als du. So, Exitus Level 36. 140 HP ist aber schon ganz schön heftig, kann das? Tank. Iloscht? Ja. Alpha Bübsch 1 noch passiert, ne? Ah, Mann. Wer ist denn das schon wieder? Und nicht schon wieder der Steinmann. Ich frag mich, wer den Paras und Pipi-Slot hier hat. Na, Paras und Pipi. Oh, ja. Tobi schreibt ja, in der Tat. Hilft Alpizin mit Koffein gegen Haarausfall. Wer hat den Paras und Pipi-Slot? Job. Werder Bremen hat den Paras und Pipi-Slot. Ziemlich sicher, Chris. Ziemlich sicher, ja. Weißt du, was man sagt? Willst du Paras und Pipi oben sehen, musst du die Tabelle drehen. Paras und Pipi sind Bremen und Paderborn. Ich habe übrigens neulich mal in so einen alten Minecraft-Part von uns reingeschaut und da meintest du, Darmstadt ist in der Bundesliga. Kannst du das bestätigen?
Die waren damals in der Bundesliga. Ja, ja, ich wollte einfach hören, ob du das gerade bestätigen kannst, ob die gerade in der Bundesliga. Guck mal, Kisume. Nee, können sie nicht. Können sie nicht? Können sie wenigstens in der zweiten Bundesliga. Oh nein, ja, ich feuer. Das können die gut, ne? Gut, dann frage ich nochmal weiter. Kann Braunschweig eigentlich auch noch zweite Bundesliga? Nein. Die können gerade noch zweite Liga. Die waren mal in der ersten irgendwann, habe ich gehört. Ich weiß. Das ist alles noch gar nicht so lange her. Die haben es auch richtig geschafft, erstmal komplett aufzusteigen, jetzt wieder komplett abzusteigen, oder was? Die sind aufgestiegen, dann abgestiegen, dann sind sie wieder in die Relegation gegangen, haben da gegen Wolfsburg verloren und sind dann direkt in die dritte Liga runtergereicht worden. Gegen Wolfsburg haben die auch nur verloren, weil das so nah dran ist, mit Wolfsburg, die sie uns verprügelt hätten. Richtig, alle drei Fans. Wolfsburg hat mehr als drei Fans. Oh, sorry, vier. Ich kann dir sagen, warum. Willst du wissen? Die Wolfsburg-Fans, die wohnen alle in dem Dorf, wo ich geboren bin. Da ist irgendwie jeder und seine Mutter Wolfsburg-Fan. Ja, die dürfen nur zu 15 Uhr aufs Heimspiel fahren. Ja, genau. Nein. Du darfst halt nicht vergessen, dass ich von einem Hinterwäldler-Kaff komme ursprünglich. Die haben alle Angst vor Coronavirus und gehen nicht mehr raus. Ja, ich auch nicht. Ja, ich auch nicht, aber... Das hat schon vor Corona ganz gut funktioniert. Ja. Siehst du, Chris, aber der erste VfL Wolfsburg, da gibt es bestimmt auch einen zweiten, die finden deine Unterstützung trotzdem schön. Ja. Die hatten ja... gestern Europapokalspiel, Geisterspiel. Und lief gut. Und böse Fans wollten sagen, dass das leere Stadion nicht allzu viel Unterschied zum normalen Wolfsburger Stadion ist. Ja, ja, da haben sie noch ins Stadion reingerollt. Hey Leute, wir sollen Geisterspiel machen, nicht so wie sonst. Oh. Richtig. Da hat er geschrieben, so von wegen, das ist ja unfair, wenn Wolfsburg einen Vorteil hat. Das ist ja schon kennen. Ja, Bayern München hat so eine einstweilige Verfügung gegen Wolfsburg ausgefüllt. Die haben alle ihre Fans eingeladen zu den Geisterspielen. Das ist auch ganz gut. Heute Nachmittag war es dabei, vom Twitter-Account von Blizzard, das sehe ich hier gerade im Hintergrund, hatten die extreme Serverprobleme. Das ging jetzt, glaube ich, 6 oder 7 Stunden so. Und jetzt schreibt sie, das vorhin erwähnte technische Problem ist mittlerweile behoben. Wie schön. So, ja. Haben wir sie mal Modskübel genannt. Ich brauche noch mal ein paar mehr Bälle. Kickers Würzburg war garantiert nicht in der ersten Liga, die waren in der zweiten Liga. Wie sieht's denn mit Rot-Weiß Erfurt aus? Die sind schon seit Jahren irgendwo, aber nicht da, wo sie hingehören. Vermutlich in Thüringen. Ich glaube, die sind vierte Liga. Vierte Liga oder Regionalliga, böse Zungen behaupten mögen. Ja, richtig. Manche behaupten, das sei das Gleiche, finden wir es heraus. Da spielt dann noch der 12. FC Breyer Mischen mit, ne? Mhm. Alter, der hat mich geshadowballt. Raid Shadowball Legends. Los geht's. Ich mach auch mal, warte. Du hast mir deinen Raid Shadowball Legends gezeigt. Ich zeig dir meinen. Oh. Ja, musst nämlich wissen, ich bin ein Wal und ich mache hier Pay to Win, du Trottel. Du hast den Premium-Account. Deswegen hab ich das Legendary mit einem Pokéball gefangen. Oh hier, ich glaube, das ist der Pipi-Slot. Das hat gerade ausgesehen wie so die Brezel. Fun Fact, IQ ist japanisch für ich komm. Was? Nein. Doch. Verarscht jemand anderen. Kannst du nachgoogeln. Och, jetzt hat die auch noch Static. Static. Nicht die Shockwave. Nee. Die spielt auch in den Server. Oh, hoppala. Ja, Mensch, da lustig. Erkenne ich auch meinen Nirrentrick, pass auf jetzt. Dann nehme ich Adis zu und dann mache ich einfach mal einen soliden Aurora-Beam. Aurora-Beam macht mein Körper auf. Nicht geht das. Jawohl. Tobi wohnt eine knappe Stunde von Würzburg weg. Mein Beileid. Und wie würzig ist noch so, wenn du eine Stunde entfernt bist? Aber meine Freundin meinte es von wegen, du kommst aus einem kleinen Kuhkraft, wo sie sich alle wegen Corona nicht mehr rausfahren. Fand ich gut, mein Gildenlied, vorgestern den Tweet, den er gebracht hat, wo Merkel meinte von wegen, ja, Sozialkontakte vermeiden, der so Leute drauf haben wir jahrelang hintrainiert, World of Warcraft. Ja, was haben wir denn jetzt hier? Oh, ein Mädel mit ganz tollen Klamotten. Was ist denn ein Ohrfisch? In der Trans-Arera. Das ist ein Ohrenfisch. Damit kannst du über Pazifik mit der Menschenwelt und der Drachenwelt vereint. Unsere Helden. Ich nenne sie Donuts. Nennt sie Ping und Pong. Ich nenne sie Donuts. Schwach. Donuts sind nicht schwach, die schmecken lecker.
Aber nur mit glasierter Glasur, nicht mit Schokoglasur. Wer macht denn Schokodonuts-Glasur? Da habe ich eine dumme Geschichte aus meiner Schulzeit, weil ich Praktikum gemacht habe. Ich hoffe, den hast du verprügelt. Da gab es am letzten Tag von meinem Praktikum hat jemand Krapfen mitgebracht. Keine Ahnung, wie die bei euch heißen. Ja, da reden wir nicht drüber, sonst gibt es hier wieder eine Diskussion. Ja, ganz ehrlich. Keine Ahnung. Berliner bei uns heißen die Berliner oder Krapfen. Krapfen aber eher selten. Und manche Leute in Ostdeutschland sagen dann auch noch Pfannkuchen, aber da musst du schon über die Grenze gehen. Ja, ganz ehrlich, wer da Pfannkuchen zu sagt, der hat Krapfen nie geliebt. Ja. Auf jeden Fall. Ja, und in Hessen sagen sie Kreppel. Ja, über Hessen reden wir nicht. Auf jeden Fall gab es am letzten Tag Kreppel. Hessen! Und irgendwer hat die grandiose Idee gehabt, die mit Schokoladenfüllung zu kaufen. Das war bestimmt auch Hessen. Ja. Wer Kreppel zu Krapfen sagt, der tut auch Schokoladenfüllung rein. Immerhin sage ich nicht Palatschinken. Was ist denn bitte Palatschinken? Na, was eigentlich ein Pfannkuchen ist. Also so Pfannkuchen oder wenn du willst Eierkuchen für die Differenzierung, ja. In Norddeutschland sagt teilweise Eierkuchen, aber auch teilweise Pfannkuchen. Also diese ganz normalen Pancakes, ja. Ja. So und ein Teil von Bayern, nördlicher von dir, so um Nürnberg rum, die sagen Palatschinken. Nürnberg-Würzburg. Ja, ganz ehrlich, Franken ist aber sowieso nicht normal. Sorry, Tobi, aber... Mensch. Und in Österreich sagen die das, glaube ich, auch. Ja, aber die in Österreich sind ja auch nicht normal. Ich meine, schau dir den Gaudi-Mann an. Lass den Gaudi-Mann mal in Ruhe, der hat dir nichts getan. Der Leberkäse ist eine Frau, die durch den Kraftwerk mit dem Leberkäse. Ey, Chris, King-Shame jetzt nicht den Semmelwagen. Ich bin schon ziemlich neidisch auf den, okay? Ich stimme gerade. Hier, kritischer vor. Treffer. Ich detekte, dass du... Chris, das ist einfach... Ich sag's dir, das ist einfach Semmelneid, den du hier hast. Ich stell mir einfach so vor, wie die Semmel. Leute, haltet das hier mal alle fest. Ihr habt das zuerst gehört. Chris hat einen soliden Semmel-Night. Ich stell mir einfach so vor, wie die Semmelfrau in so einer Semmelhöhle lebt. Und wenn jemand abends um 23 Uhr noch den Verkehr Semmel will, dann muss er so einen Scheinwerfer. Ich finde, Semmelfrau ist schon eine gute Berufung. Beste Berufung. Ba-da-ba-ba-ba. Guck mal, Lubia. Semmelfrauen sind dann für dich da, wenn der Pizzabrot immer ein bisschen länger braucht. Wir müssen aber halt sagen, Rumia ist auch die Einzige, die ihre Hausaufgaben fertig gemacht hat, also bin ich stolz auf sie. Ob das dann am Ende so alles richtig war, ist natürlich eine Frage, ne? Aber Rumia hat wenigstens ihre Hausaufgaben fertig gemacht. Ich hätte meine Hausaufgaben auch immer recht, Chef, ich fand das falsch. Ja, Rumia ist auch, das stört ja nicht. Wichtig ist ein Heft vollgekritzelt, das mag der Lehrer. Vergiss nicht, selbst der dummste Dödel, der immer seine Hausaufgaben hatte, aber die waren immer falsch, hat trotzdem eine 3 gekriegt. Oh, Polen und Dänemark schließen. Tobi, danke schön. Dann kommst du noch aus dem zivilisierten Teil Bayerns. Ja. Die sagen da Pfannkuchen und Palatschinken. Da ist der fränkische Einfluss nicht groß genug. Mein Vater heißt Frank. Das ist schön. Ja, ich weiß. Der wurde so von seinen Eltern genannt. Und seine Eltern sind meine Oma und mein Opa. Hätte ich jetzt niemals mit gerechnet. Und die sind beide tot. Oh. Tja. Ich habe gerade die Stimmung erst extrem gehoben, dann extrem gesenkt. Das schaffst du nicht auf die Art, Chris. Mhm. Bin halt eine Schwimmungskanone. Mhm. Fahrung hier, Fahrung. Ich zeig dir meinen Rage-Head und nicht Ball, wenn du mir deinen zeigst. Hier gibt's 3,50 €, pay to win. Hab ich jetzt gewonnen? Scheinbar. Krieg jetzt Premium-Währung. Oh geil, Premium-Währung, krass. Super. Das kostet nur 50 Cent jedes Mal, wenn wir die Attacke einsetzen. Ich glaube, hier drin gibt's auch nichts mehr so wirklich, was wir noch nicht haben. Kann das sein? Hey. Ich glaube, die beiden seltenen Slots hier waren Kisume und Iku. Kann das sein? Hey Leute, hier hört jetzt das ja, kann sein. Ich lese mal vor. Ein Hamsterkauf von 50 Packungen Mehl hat in einem Supermarkt bei Osnabrück eine Rauferei verursacht. Ein Mann hatte in Hilter das Mehl in seinem Einkaufswagen gepackt, wie die Polizei mitteilte. An der Kasse wurde ihm der Kauf einer so großen Menge verweigert. Er könnte 20 Packungen erwerben, die restliche Menge sollte aber für die anderen Kunden im Geschäft bleiben. Der 41-Jährige stritt sich mit 2 Supermarktmitarbeitern, bis es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam.
Nice. Am Ende blieb die 50 Kilogramm Mehl im Laden. Oh, schade. Ich find's doch schön, wenn eine Story ein Happy End hat. Ich hab da auch eine Geschichte für dich, aber die kann ich nicht wirklich erzählen oder vorlesen. Aber es gibt da so ein Video, wo zwei übergewichtige australische Frauen, übergewichtig meine ich nicht so ein bisschen moppelig, sondern damit meine ich 150 Kilo plus. Das habe ich schon gesehen. Sich um eine Packung Klopapier prügeln, wirklich prügeln. Ja, das habe ich schon gesehen. Das war auch in den Nachrichten. Das war echt übel. Keiner hat ein Blatt. Ja, stell dir einfach mal vor, du musst 50 Kilo Mehl in deine Wohnung im dritten Stock hochtragen. Ja. Und dann stell dir mal vor, einfach drei Säcke reißen auf dem Weg nach oben. Die machen dann schon alle Palatschinken mit, deswegen kann ich das schon verstehen. Um Palatschinken zu machen, packst du einfach Mehl in die Pfanne und legst dann oben drauf so eine Beefy. Dann rührst du das einmal schön um und wuppsdiwupps bist du aus Franken. Die erste aus der Brücke Palatschinkenbäckerei. Wir machen unsere Palatschinken ohne Mehl. Wir haben probiert und sind gescheitert. Wir haben rausgefunden, dass man das Mehl beim Palatschinken auch durch eine Beefy ersetzen kann. Guck mal, Kane auch so. Ja, guck mal, hast mich gehauen. Interessiert mich gar nicht. Ich bin sauer. Das war die Zundere. Jetzt ist sie verwirrt. Oh nein, fuck, das ist ja sehr effektiv. Aua. Nein. Immerhin bin ich nicht verwirrt. Die kriegt jetzt erstmal eine Handkante. Dafür, dass sie so stressig ist, hat er nicht sehr viele Erfahrungspunkte gegeben. Oh, Frank. Seine Boniker sind auf jeden Fall nicht die geilsten, hat er gerade gesagt. Eine Potion. Oh, hier so ein kleiner Trank, der hilft uns bestimmt weiter. Hätten so ruhig mal die Items hier upgraden können. Oh, guck mal, Kisume. Wir fragen uns, was hat sich unter ihrem Kübel versteckt? Kleingeld, hol ich mir jetzt. Da ist doch Geld im Sack. Jetzt stell dir mal vor, der rollt dein Kleingeld rein, dann bist du es raus und dann beißen die Hand ab. Da ist doch Sekt im Punsch. Die Musik ist auch schon wieder viel zu laut. Da ist Sekt im Punsch. Was ist denn hier jetzt los? Oh, jawohl. Ah, nein! Nein! Düsseldorf. Düsseldorf. Wo kommen viele her? Ja, ich komme auf Düsseldorf. In Hessen ist die Entscheidung gefallen. Wegen der Virusausbreitung gilt ab Montag in den hessischen Schulen keine Unterrichtsverpflichtung mehr. Die Schulen bleiben aber geöffnet. Was? Ja, haben wir doch gerade drüber geredet, dass Hessen so ein bisschen Schlag weg hat. Das Einzige, was schlimmer ist als Hessen, ist Rheinhessen, sind wir mal ganz ehrlich. Jetzt stell dir mal vor, der Klassenstreber geht dann tatsächlich jeden Tag in die Schule und wundert sich einfach, dass keiner da ist, bleibt aber dann trotzdem. Vor allem der Lehrer nicht. Mein Papa ist Anwalt, okay, ich klag mir das jetzt ein. Ich hab Unterricht, Schulpflicht ist Schulpflicht. Ihr wisst ja, was man sagt, ne? Schulpflicht ins Gewicht. Breakdance jetzt! Ich lerne gern! Jawohl! Mathe ist mein Lieblingsfach! Mach mal eine Pivot-Jit-Needle hier! Jawohl! Und nicht Torment! Sie tatsächlich auf die Kanada! Ja! Als hätte sie aufgeweckt! Jetzt darf ich nicht immer den gleichen Attacke einsetzen! Da kriegst du noch ein bisschen Kleingeld hier, so zack! Gut sieht halt aus, als hätte sie da so ein Kissen in der Hand, das sieht ja gleich um die Ohren pfeffert, so wegen hoch, dass sie dir aufgeweckt ist. Ja, das hat sich jetzt ein bisschen aufgeflufft. Das waren noch diese ganzen Wolken, die über ihren Kopf waren. Das war der Kissenfluff. Ich bin der Kissenfluff. Der Kissenfluff. Ich bin der Kissenfluff. Brütet euch. Brütet. Oh, guck mal, Rika! Rika! Girls in Panzer. Habe ich sie mir nicht auch gefangen und irgendwie total dumm genannt? Ich nenne sie gleich total dumm. Okay. Ich schau mal nebenbei, wie sie genannt haben. Oh nein, die hat die Ampel mitgebracht. Rot und grün, das lobe ich mir. Jetzt fahren wir mit dem Panzer hier. Das Beste ist einfach, dass ihr Panzer das Newgrounds-Logo ist, ne? Von dieser Flash-Rap-Seite, wo die Flash-Games gemacht werden. Ja, aber der Adobe Flash-Player hat keine Unterstützung mehr. Das heißt, Flash-Games sind zu Ende, Chris. Das Ende einer Ehre. Warum hat der keine Unterstützung mehr? Gleich habe ich Rico. Rico, nee! Oh nee, der macht den Flammenwerfer. Flammenwerfer! Das könnte jetzt ins Auge gehen. Ins böse Auge Sigma. Los! 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 Jawohl. Ich hasse mich gerade so ein bisschen. Ich dich auch, Chris.
Ich schau gerade in meinen Tormon-Part rein und ich hab Gröngi hab ich Heinz Wurst genannt. Warum? Ja. Für unbekannte Gründe steht hier. Lese ich gerade aus dem Pokédex vor. Ja. Und Rika baut viele Maschinen. Am liebsten mag sie den Panzer. Ich baue eine Maschine. Dann müssen wir sie wohl Herr Lustig nennen, kann das sein? Herr Lustig? Nee, halt, nee, das war gar nicht Herr Lustig. Das war gar nicht Herr Lustig, das war Bob. Oder? Mr. Pre- nee, das war Governor Romney, der die Maschine gebaut hat. Governor Romney. Governor Romney reißt diese Mauer ein. Romney. Ich hasse diesen President. Und wenn Leute gedacht haben, sie hassen Obama. Mensch, Trump, halt mal mein Bier. So, los geht's. Oh, da liegt noch was. Escape. Tobi möchte, dass ich Rika Wehrmacht nenne. Finde ich nicht gut. Wer macht denn sowas? Oh Gott, ey. Das hat so ein paar Sekunden gedauert, dann hat's Klick gemacht. Los, Adisu, wir müssen mal heilen gehen. Irgendwie sind alle halb tot. Jetzt machen wir mal einen Eisen-Neisen-Strahl jetzt. Im Hintergrund. Ja, das ist fast Level 6 in Dryzik jetzt. Die entwickelt sich erst auf 42 nochmal. Kannst du es dir vorstellen, Chris? Nö. Ich kann auch nicht zählen, aber macht nichts. 42 kommt auf jeden Fall nach 36. Wir haben doch den Hafen. Wen haben wir? Hafen. Oh. Zahl. Ah. Was sagt der zu der Situation? Wir haben hier eine Krise in Deutschland. Wir müssen den Grafen konsultieren. Graf Zahl, was sagen Sie denn zu den aktuellen Fallzahlen? 1, 2, 3. 3 Fallzahlen. Du musst dir vorstellen, dass die auf NDR1 so eine Parallelschaltung von so einem Podcast haben, wo der einfach jeden einzelnen Fall, der reinkommt, einzeln hochzählt. Und immer wenn er sich verzählt, fängt er auf vorne. Verdammt, ich habe mich verzählt. Ein Fall. Zwei Fälle. Drei Fälle. Was, Sie haben einen Einfall? Ja. Ausfall. Schulpflicht ist Schulpflicht. Der Graf ist der Graf. Die hoffen mich bald wiederzusehen, finde ich ja frech von denen. Die sind doch ein rücksichtsloser Karrierist. Wie bitte? Danke. Warum ist Adi so vorne? Ich möchte gerne Chun-Chun trainieren. Sorry, wenn der Name böse war, der war nicht böse, Tobi. Kriegt direkt einen Bann. Ist zwar Mod im Stream, kriegt aber direkt einen Insta-Bann. Was hast du jetzt davon, Tobi? Benimm dich mal. Kommst auf den Auszeitstuhl. Da kriegst du jetzt mal eine Auszeit, eine solide. So, was machen wir jetzt gegen den Eimer? Reingöbbeln, würde ich sagen. Weißt du, was auch in die Tonne gehört? Ich glaube, ich habe hier eins und eins zusammengezählt. Weißt du, was auch in die Tonne gehört? Der Shadow Ball. Und das ganze Ding ist im Eimer jetzt. So. Und nicht der Whirlpool. Hast du dieses Animal Crossing vorzuholen? Nee, ich hol mir das nicht, weil Pat hat sich das schon vorbestellt hat. Ich spiele das dann einfach, wenn es da ist. Das hat jetzt ordentlich Schaden gemacht. Ich kenne die Leute ja jetzt Spaß, aber so ein ganz kleines bisschen würde ich drüber lachen, wenn es dann doch nicht so gut ist, wie alle sich versprechen. Das sah schon ziemlich nice aus. Und du darfst nicht vergessen, was du bei Animal Crossing in den alten Spielen machen konntest. Das war auch nicht sonderlich viel. Das reicht den Leuten, Chris. Das ist so ein Stardew Valley-Ding. Da musst du nicht viel machen können. Es reicht einfach, dass du chillen kannst. Genügsam. Die Leute, ganz ehrlich, spart euch diese 50, 60 Euro für Stardew Valley und... Oder hier Animal Crossing spielt einfach nur eine gepflegte Runde Spider-Solitär. Das Besondere an Spider-Solitär ist, dass du 33% der gelegten Karten nicht gewinnen kannst. Und das ist nur der halbe Spaß. Ihr könnt das normale Solitär spielen. Wenn ihr aber auch mal den richtigen Chili-Milli-Tag haben wollt, dann spielt ihr Spider-Solitär. Nee, wenn ich den richtigen Chili-Milli-Tag haben will, dann spiele ich Free Cell. Kennst du noch Free Cell? Nur echte 90s-Checker kennen noch Freestyle. Habt ihr genug von Freestyle und Spider-Solitär? Tja, dann haben wir das Geilste für euch, mein Sweeper. Free Willy. Ich glaube, Tobi hat realisiert, dass er den Bann kassiert. Ja, schade, Tobi. Man nennt mit dir, ne? Hättest du uns mal den Minecraft-Server aufgesetzt. Ja. Jetzt installieren wir dir leider Fortnite als Betriebssystem. Richtig, kriegst einen neuen Laptop von uns gesponsert, aber nur mit Fortnite als System drauf. Das bootet einfach instant ins Hauptmenü.
Und zwar auf einem Ranked-Account von einem 5-Jährigen. Aber keine Sorge, die Freundesliste ist noch da. Richtig. Und du hast leider Gottes einen Fehler mit dem Sound bei dir. Das können wir aber nicht beheben. Das spielt die ganze Zeit auf 100% dieser Vorteil-Tanz-Sound. Windows Pinball, das war was. Ja, das war schön. Dabei waren da keine Fenster. Ich glaube, das Pinball hieß, glaube ich, Space Cadet. Kann das sein? Spaceball oder so ähnlich. Nee, Spaceball war dieser eine Film mit Lord Helmchen, Chris. Dankeschön für den Feedback. Schön, dass wir drüber reden konnten insgesamt, ne? Ja, wir hatten ja auch einen Bildungsauftrag. Wie, hatten wir? Ja. Na hoppala, dann habe ich den wohl verfehlt. Ich wollte deine Hausaufgabe abschreiben, hat er verkackt. Aber was nicht verfehlt ist Shadow Legends. Jetzt bei iOS zu bauen und bereit. Ich dachte immer, das heißt EOS. EOS, das ist eine Stadt in Griechenland. Danke fürs Feedback. Oder bei Android Play. Goggle Play. Gogle. Gorgle. Ja, guck mal, jetzt hau ich mich gleich wieder mit dem Stein. Habe ich das verdient? Habe ich nicht, oder? Nee, hast du nicht verdient. Süß, habe ich nicht verdient. Kennst du das gehört, Chris? Ich habe das nicht verdient. Alice, red mal mit ihr. Ach du Scheiße. Ich hab Chris, der hört nicht mehr viel zu reden. Da kann der Schmalz dran. Ach du Scheiße, macht das Schaden. Und mein Spät fällt auch. Mit Spät, wie jeder weiß. Wäscht zum halben Preis, aber auch nicht wirklich sauber. Denkst du, das ist ein halben Preis? Ja, aber auch noch. Ja. Stell dir mal vor, das kannst du selektiv das halbe T-Shirt sauber machen. Ich habe mein wunderbares Abendkleid. Wer ist eigentlich der Typ, der da den Stein anguckt? Macht der irgendwas? Ich glaube, dass der derjenige ist, weswegen der Stein blutig ist. Ich glaube, Tobi hat keine Lust auf Fortrotz als Betriebssystem, sagt er gerade. Was ist denn Fortrotz? Ich kenne Fortrotz nicht, ich kenne nur Fortnite. Ja, ein liebevoller Kuss. Los, Chris, tanz mal ganz schnell. Erstmal darauf eine Runde dabben. Gröngi ist fast asleep. Das ist ja wie in Overwatch. Aber auch nur fast. Das ist Ranked Play hier. Du sagst einfach, Gröngi, hier der Nano-Boost. Overwatch ist zum Einschlafen, aber hier habt ihr Raid Shadow Legends. Denn das ist voll das töftige, schnöftige Spiel. Da sind wir sehr begeistert von. Ja, das ist witzig, weil nämlich unsere Raid Shadow Legends dann so ein Gröngi hier Geist ist. Du, ich war ja vorhin nochmal in der Uni, weil die machen ja am Montag alle zu und ich musste ja jetzt nochmal mein Semesterticket verlängern, ne? Und da kam mir einer entgegen, der sah aus wie der Protagonist von Fallout 3 mit seinem Anzug. Wirklich mit dieser richtig teuren 100-Euro-Maske und so Schutzhandschuhen und alles und dran. Und ich so, hä? Ernsthaft? Ja. Das war so ein Inder. Kannst du dir vorstellen? Danke für den Bildungsauftrag. Der hat ja auch einen Bildungsauftrag. Ja. Das ist heftig. Der hat aber auch wirklich nicht so einen normalen Mundschutz, sondern so eine FFP3-Maske oder so noch extra, ne? Richtig, mit den Seitendüsen. Da haben nur noch die Gummistiefel gefehlt. Der hat am Auto gelassen. Kommen wir durch diesen Scheißberg eigentlich heute nochmal durch? Wusstest du, dass Chun-Chun speziell... wusstest du, was Chun-Chuns spezielle Fähigkeit ist? Weißt du das? Nein, Chun-Chuns spezielle Fähigkeit ist, dass die Encounter-Rate verdoppelt wird. Geil. Nice, ne? Was sagst du dazu? Schon geil, oder? Das extra Shiny-Paket, die jetzt Chun-Chun glitzert ein bisschen dafür. Da werden sie alle gleich sauer, ich weiß. Gleich kommt Chris aus der Ecke mit seinem Endlevel-Team von seinem Turm und einem Otherworld-Let's Play und kriegt mir richtig ein... Guck mal, einen Schritt habe ich geschafft. Richtig, ich bringe den ganzen Berg zum Einsturz. Aber weißt du, was noch witziger ist als Einsturz? Doppelsturz. Das ist Saruman, der will den Berg zum Einsturz bringen. Aber Vorsicht! Augen auf beim Häuserkauf. 23 ist größer als 34. Am Gegenteiltag. Bam, bam, bam. Und gleich renne ich wieder bis zum Bonica Center zurück. Und dann schaffe ich es wieder genau bis hier. Oder komme ich wieder nicht weit. Hallo. Oh! Und langsam. Ja, dort läuft bei mir. Ich hoffe, die Fähigkeit ändert sich, wenn sie sich nochmal entwickelt. Na, schau mal, wie böse sie rauskommt aus ihrem Eimer von wegen, ich glitzer nicht. Ich glitzer auch. Ich spür's und wie. Du
Mensch, bist falsch. Ich bin nicht falsch, ich bin richtig. Ich heiße doch True Rushed und nicht False Rushed. Tja, Chris, dir wohl die Sprache verschlagen, hä? Ja. Nicht so wie Red Shadow Legends, denn die reden gern darüber, was für ein geiles Gameplay hier heutzutage alles möglich ist. Vor allem nach links. Jetzt musst du das wirklich erstmal kennzeichnen bei YouTube mit dem scheiß Algorithmus hier von wegen, Moment. Ich tanze den auch gleich meinem Algorithmus. Hallo, na, geht's gut? Ich hab's dir doch clever im Wow, hier drin ist größer als hier draußen. Nachts ist kälter als draußen. Turbo Speed nach links. Guck mal, ich hab Antibotikum dabei. Antibotikum, das hat SpongeBob auch immer eingenommen vor der Fahrprüfung. Deswegen fährt er immer so gut. Ja, aber vorsichtig. Wenn du kein Antibotikum nimmst, dann musst du ins Wartezimmer und alte Zeittüren legen. Oh nein, der hat Baumwolle gepflückt. Was mach ich denn jetzt? Ich auf jeden Fall mal langsam bewegen. Okay, ich mach jetzt mal Psi-Beam. Scheu-Beam. Ja, Crit. Nice. Sieht gut aus. Ja, Medizin mögen wir nicht. Nein, nein, ich mag keine Medizin. Ja, wir haben ihn mit Gedankenkraft Medizin besiegt. War das ein Globuli? War es der Placebo-Effekt? Ich weiß es nicht, aber es ist mir recht. Ich bin ein Heimkunde der Cherokee-Haare. Schieben wir uns halt immer so quer in den Mund. Oh, guck mal, Yuka. Hat das Porenta-Geräusch. Ich schläf. Weißt du, wer nicht schläft? Red Shadow Legend. Die sind nämlich immer auf vorderen Plätzen live dabei. Am Leaf-Erik-Sonntag. Ach du Scheiße, das hat ganz schön Schaden gemacht. Weißt du, wer auch Schaden macht? Shadow-Legend-Spieler mit ihren wunderbaren Premium-Helden. Denn wenn ihr euch jetzt anmeldet, kriegt ihr 35 Special Premium-Coins gratis dazu. Dann könnt ihr euch nochmal den geilen Helden von Welden noch extra scouten. Und mit dem könnt ihr nämlich plus 3 Damage im Damage-Raum machen. Oh, das könnte jetzt eine ganz schön knappe Kiste sein. Aber was nicht knapp ist, ist der Platz von Raid Shadow Legends im Google Play Store. Über 10 Millionen Downloads, aktive Spieler, lol. So, wir sind jetzt hier fertig, weil was noch lange nicht fertig ist. Denn das Spiel kennt einfach keine Grenzen. Neues Update am Montag. Wisst ihr, manche Spiele kann man ja durchspielen. Du weißt nicht, was er nicht durchspielen kann. Meins mit war. Ja, da drückt man immer auf die Mimmel. Ich glaube, wir haben Tobi kaputt gemacht. Ja, aber wisst ihr, was nicht kaputt ist? Oh, mein Lachgetriebe ist kaputt. Oh, ich habe mich jetzt beruhigt, aber weißt du, wer sich noch nicht beruhigt hat? Spieler von Red Shadow Legends in der Raid-Runde. Ja. Manchmal sollte man mit seinen Witzen vielleicht alleine bleiben, aber wisst ihr, wo ihr nie alleine seid. Bei Tom und Another World, wenn ihr Mist hier verloren habt, dann ist die Encounter-Rate nämlich verdoppelt. Im WoW-Forum, wenn ihr euch über den aktuellen Patch beschwert. Ja, das WoW-Forum ist halt echt schon belastend. Da sind viele Leute echt sauer, aber wisst ihr, wo Leute nicht echt sauer sind? Im Legoland Deutschland. Ja, das ist nämlich schön. Außer heute. Hat es nämlich geregnet. Aber wisst ihr, wo es heute nicht geregnet hat? Die Rage. Ja, genau. Ja, wisst ihr, manche Leute laufen ja nur Mythic Plus da an, ne? Aber da gibt's doch die richtig Hardcore-Leute, die gehen richtig Mythic rein in. Hallo Team Rocket. Ich bin nicht Team Rocket, ich bin grau angezogen. Grau wie der Schatten. Wir sind Team Rocket, gehen ab wie eine Rakete. Wisst ihr, wer doch abwägt wie eine Rakete? Iku, denn Iku heißt ich komm auf Japanisch. Wieder was gelernt. Hier spielt dieses The More You Know Meme ein. Arisu. Yamaro, Yamaro. Das ist das Kabezu-Meme. Kabezu, wir wollen gar kein Lettuce. Das ist jetzt irgendwie blöd. Wir haben nur 3 Zuschauer. Aber wisst ihr, wer nicht nur 3 Zuschauer hat? Oh, jawoll! Guck mal hier! Knappe Geschichte, aber wisst ihr, was nicht knapp ist? Der Spielspaß bei Raid Shadow Legends. Der ist nämlich nicht vorhanden. Ja. Oh. Hoppla. Was hab ich denn da jetzt gesagt? Oh Mann, jetzt wird mir das Video direkt demonetarisiert. Schade. Was haben wir denn hier? Ein Etta. Man darf ja schlecht über Spiele reden, von denen man nicht gesponsert ist, oder? Ich darf ja meine ehrliche Meinung sagen und ich finde, das ist bescheuerter Cash Grab.
Ihr habt das zuerst gehört. Weißt ihr, wo ihr das nie hören werdet? Bei Rachel. Denn die wollen sich ernsthaft verkaufen mit ihrem Scheiß. Ja, ich sage, beim Tobi kaputt gemacht. Team genöckelt. Würdest du bei Team Nöggi einsteigen, Chris? 100%. Jawohl. Weitere Nachricht, siehe unten, steht hier. Und das macht ja gar keinen Schaden, Team Rugged. Team Nugget. Team Noggenfogger. Knoggendogger. Team Knettels. Ich glaube, Tobi hat keinen Bock mehr. Knoggers. Knoggers. Ja, ich sage, wir haben ihn kaputt gemacht. Knoppert haben wir ihn gemacht. Wir sollten Tobi mal danach fragen, was du gestern über Knoppers gesagt hast. Ach so, ja. Tobi, ich habe mal eine solide Frage an dich. Ich brauche eine ernsthafte Meinung, das ist mir sehr wichtig. Und das sollten wir auch wirklich ernst nehmen. Das ist jetzt wirklich, das ist jetzt kein Spaß oder so. Wir müssen das jetzt wirklich wissen, das ist nämlich relevant für uns. Ja? Tobi, du kennst ja Knoppers, ne? Jeder kennt Knoppers. Knoppers, der die Lust... Oh, ach du Scheiße, ich hör mich grad doppelt. Oh nein, was ist jetzt passiert? Du weißt, wo du die nicht doppelt hast bei Rachel. Ja gut, aber auf jeden Fall, Knoppers ist ja bekanntlich der kleine Schnittensnack mit Milch und Schokolade und der extra Portion Haselnuss, die dich durch den Tag bringen. Halbzähne Deutschland. Genau. Und wenn du so einen Knoppers hast, hat das ja oben diesen Knoppen, ne? Die Knoppers. Und die heißen ja Knoppers oder so, weiß man nicht. Aber wie ist denn das eigentlich? Ist der Singular von Knoppers denn Knopper? Ist ein Knoppers, ist das ein Knopper? Und was ist dann ein Knoppers? Ist ein Knopper? Ist so eine Schnitte ein Knopper? Oder ist eine von den Noppen oben auf den Knoppers drauf? Ist das dann ein Knopper? Richtig, und wie nennt man eine Gruppe von 20 Knopper? Knoppers? Nein, das ist nur die Mehrzahl. Aber wie nennt man die Gruppe? Die haben nochmal eine andere Bezeichnung. Also in Spanien nennt man die Knopperoni. Knoppereros. Knombreros. Adios, amigo. Randalalele. Ihr habt mich gerade fucking nochmal getötet. Tut mir echt leid, Tobi. Also das eigentlich nicht. Ich bin ja nicht getötet. Dann meinst du etwa. Faires Spiel. Sagst du, manchmal hast du so Dinge, wo du dann komplett fertig bist, bis auf zwei Felder und es ist nicht ersichtlich, welches von beiden Feldern das ist, wo die Mine liegt. Und da musst du raten. Das Angebot geht nur für Spieler aus Schleswig-Holstein. Sie können jetzt Premium-Währung bezahlen, um beim Minesweeper zu gewinnen. Ach, verflixt. Weißt du, welche Spieler das nicht kriegen? Die Leute aus Rheinhessen, weil die ihre Schulen offen lassen. Ich glaube, wir müssen nochmal heilen gehen. Kann das sein, Chris? Wir sollten vielleicht einfach mal Junjun nicht die ganze Zeit vorne haben. Doch, die braucht EP. Weißt du, wer doch EP braucht? Okay, Tobi, die ganze Schnitte ist Knoppers, ja? Okay. Ja, richtig, nochmal Zimmer. Und heißt eine von den Noppen jetzt Knopper, oder? Ich hab nochmal eine Frage. Ihr kennt doch alle den Riegel Snickers, was ja Gelächter im Plural heißt, ne? Also so mehrere Gelächter auf Englisch. Ja. Was ist denn dann ein Snicker? Aha, hab ich's mir doch gedacht. Also Kizume, oder wenn du auch wirklich so heißen magst. Ich heiß Bernd, der Brötchengewinner. Ja, pass auf, das ist die Semmelfrau, die ist sauer, dass ich sie voll geneidet habe. Lass mal Bernd den Brötchengewinner in Ruhe, okay? Tobi, das ist wichtig, wir müssen das jetzt wissen von dir. Du bist der einzige Zuschauer, der hier aktiv mitmacht von daher. Ginyu ist auch noch da. Ich glaube, Ginyu haben wir schon lange kaputt gemacht. Der wohnt hier nicht noch, der lebt schon oder so. Nein, <yeah. lacht> Tobi, ja. Tobi, das ist relevant, das dient wissenschaftlichen Erkenntnissen, die müssen wir jetzt hier feststellen. Wir müssen wissen, was ein Snicker ist. Tobi, die Schulen sind zu, jetzt haben wir, die YouTuber, hier den Bildungsauftrag. Richtig, wir müssen unsere Zuschauerzahlen steigern, damit wir den Bildungsauftrag weitergeben können. Gehen wir den wieder hin? Zu Red Shadow Let. Da braucht man keinen Bildungsauftrag bei Red Shadow, das ist dieses tolle Tutorial in-game, zeigt euch alles, was ihr wissen müsst. Hallo, junger Freund, na? Alles Nöggi bei dir? Anak Mutter. Ginyu ist weggepennt, seitdem ist er stiller Zuhörer, bis er ins Bett geht. Weißt okay, du, wer nicht wegpennt, weil ich ja nur das Spiel über den Chris, jetzt ist aber auch mal gut, jetzt benimm dich. Okay. Weißt du, wo sich Leute nicht benehmen? Bei uns im Stream. Nein. Ja, was denn nein?
Ja, ja. Ich denke, die Antwort ist jawollo. Ich hab Session besiegt, ist das gut? Okay, Tobi, was ist denn jetzt ein Knopper? Was ist ein Knopper? Ich krieg keine Luft mehr. Ich hab langsam Kopfschmerzen, das ist schlimm. Das kommt von den Gnöggis. Und ich bin wieder in Session. Ich glaube, Tom, den Wanderer, der um die Ecke hier steht, den hauen wir noch kaputt und dann gehen wir nochmal heilen. Richtig, da brauchen wir wieder 3 Stunden, bis wir hier sind. Oder? Wir müssen im Moment 3 Stunden brauchen. Ja, der Mondberg ist auch schon echt ein hartes Pflaster, Chris. Weißt du, das einzige Gebiet, was gefährlich ist als der Mondberg, ist Downtown Chicago. Das will schon was heißen. Richtig. Aber das ist halt der Citywalk, der zugemacht hat. Oh, jetzt werden wir kitzeln. Jetzt der Kitzel nice. Gehört in Katas Folge 26. Was ist das? Ja, verringert Angriff unverteilt. Das ist nicht schlecht, ne? Was mitnehmen? Ich meine, mein Gesang ist scheiße, weil es nur eine Genauigkeit von 65 hat. Tobi hat gerade Nein gesagt, aber ich will das mitnehmen. Wir kitzeln jetzt einfach mal Tobi. Kille, kille, kleiner Tobi. Jetzt haben wir 5 Zuschauer. Guck, die Zuschauer schalten ein, denn die wollen alle wissen, wie das hier aussieht bei Raid Shadow Legends. Oh, warte, ich wollte auf Chun-Chun wechseln. Hoppala, dann hauen wir eben mal Monty kurz kaputt. Und das nachts. Tobi, kannst du mir eigentlich mal sagen, warum Palatschinken nicht Palatschinken heißt, wenn da gar kein Schinken drin ist? Ich meine, das ist kein Salatschinken. Und was passiert, wenn man einen Palatschinken Knopper reintut? Dann kriegt man einen Kreppel. Dann kriegt man einen soliden Kreppel, Chris. Wir müssen nochmal wissen, was ein Knopper überhaupt ist. Ein Knopper ist sowas wie ein Kreppel. Das dient nicht nur der Hektik, sondern auch der Dialektik. Okay, Exitus, ich denke, du kannst einen Momji aus dem Leben hauen. Wie sieht's aus? Vielleicht kann Momji uns erklären. Das Beste an Exitus ist, im Gegensatz zu Alice, dass das nicht beep 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 macht. Beep beep beep. Jawollo, läuft. Tobi lacht Tränen. Ja, die Tränen sind aber eigentlich deine Traurigkeit, weil du selber nicht rausgefunden hast, was ein Knopper ist. Ja. Die Frage bleibt unbeantwortet. Man sieht einfach nur daran, dass Tobi kein Geld hat für die Premium-Währung in einem gewissen Spiel. dass ich auf Braid Knedo Benjins reim. Richtig, mein Schlüssel. Ja, in gewissen Sprachen reimt sich das. Wenn man zum Beispiel auf Kostarikanisch, ne, nicht auf Spanisch, auf Kostarikanisch da mal drüber geht, dann hört man direkt, dass es ja, ne, also Shadow auf Kostarikanisch ist ja Moin. Ja? Und Legends auf Kostarikanisch ist ja Wima. Weißt du, und zusammen ist das Moin Wima. Richtig. Da bist du nah dran. Wenn man in nicht fremden Zungen spricht, das ist mein Super. Was für Zungen? Chun, chun! Das ist anstrengend, Chris. Von dem ganzen Lachen kriege ich keine Luft mehr. Rika ist die Fun-Police, die denkt, diese Leute, schön, dass ihr Spaß habt, aber ganz ehrlich. Wie kann man eigentlich Flammen werfen? Die kann ich doch gar nicht in die Hand nehmen, das tut doch weh. Oh Mann, jetzt haben wir keinen Brick Break mehr. Naja, das hast du doch in Game of Thrones gesehen, als Jon Schnee nach dem Wiedergänger da seine Fackel geworfen hat. Ja, aber es hat auch nicht gut funktioniert, wenn du mal drüber nachdenkst. Und jetzt sag mir nicht, du denkst, das war eine tolle Erfahrung. Ich werfe jetzt einfach mit meiner Fackel hier, warte mal, da kommt eine Fackel. Kommt noch eine Fackel. Wenn das reicht, nicht. Das reicht uns. Siehst du, geht gut. Okay, nicht reicht. Ein Knopper ist ein Pickel in deinem Gesicht, das hat mit Knoppers nichts zu tun, schreit Tobi. Das halte ich für ein Gerücht. Kann man den ablecken? Den Knopper oder den Pickel? Wie du magst. Alles, was dich glücklich macht, Chris. Mich würde es glücklich machen, wenn wir durch diesen scheiß Mundbang durchkommen. Ja, aber dafür musst du dir erstmal Fortnite das Betriebssystem installieren. Dann gehen die Random Encounter nämlich ziemlich runter, weil du kannst ja nämlich aussuchen, mit dem du... Oh, fuck. Alice, nee! Weißt du, wie das nicht passiert wäre? Wie denn? Wenn ich Gröngi benutzt hätte. Jetzt kommt Aero-Spaß. Ich meine Bas, Aas. Saas. Aero-Saas, los geht's. Aero-Lars. Okay, Aero-Lars, was sieht deine Elbenauge? Spaß, Spaß, Spaß. Lag in diesem Krater hier nicht irgendwie ein Mondstein? Ja, Mondstein. Nee, eben nicht, guck mal. Hier gibt's nur Random Encounter und keinen Mondstein. Weißt du, was keine Random Encounter gibt? Beschissen.
Random Encounter gehören zum guten Ton dazu. Ich meine, erinnerst du dich noch an Final Fantasy 1 an diesen einen Gang? Und das kann ich nicht oft genug betonen. Ich hasse diesen Gang. Du gehst da rein und dann kommt einfach Oga von Boga mit seinen drei Kumpels, blau und rot und grün und blau. Und dann hast du einfach 10 ultrablaue Flecken überall im Gesicht. Und dann kommst du da raus. Und wenn du da fertig bist, schreibt er mit Edding noch Loki aufs Gesicht. Und du fragst dich, was soll das heißen? Tobi, ist es ja jetzt schön, dass du jetzt gerade hier rausgeholt hast, was ein Knopper ist, aber was ist jetzt ein Snicker? Ja, was ist ein Snicker, Tobi? Jetzt aber los hier. Tobi, du musst uns die Antworten geben. Das ist wissenschaftlich relevant. Richtig, wir haben einen Bildungsauftrag. Echt? Hast du einen Bildungsauftrag? Nein. Ah, ich auch nicht. So. Ich verdiene gern Geld. Ich zieh mir gern ein Cape an und tue ganz so, als hätte ich einen Bildungsauftrag. Ja, und ich schnüffel gern Mehl durch die Nase und tu so, als wär's Zucker. Toll. In Chris' Worten, das hat ja mal wieder toll funktioniert. Siehst du, Chris, und dafür ist dieses Feature mit den 100 Punkten gut. Dass du meine Zitate hier groß schreiben kannst. Ich passe mal die Kosten an. Das Hervorheben, das erhöhe ich mal auf 125 Punkte, damit Tobi wenigstens noch mal weiß, woran er ist hier. Richtig, meine Zitate sind mehr wert als so. Jedes Mal, wenn man Chris zitiert, muss man 50 Cent in die Fortnite-Kasse tun. Richtig. Und dann dabbe ich euch einmal an, dann kriegt ihr ein Zitat von mir und ich dabbe. Ja, und dann machst du den Fortnite-Tanz. Diesen Toho-Fortnite-Tanz, den machen wir dann. Diesen. Den. 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 Wir haben jetzt hier angeblich 5 Zuschauer. Andere 3 Zuschauer, die nicht Tobi und Genius sind. Was ist jetzt ein Snicker? Warte, ich schreib's mal kurz im Chat. Ja, die schauen den Stream nur an, die haben den Ton aus. Ja, ich habe den Ton auch gerade ausgemacht, weil ich rausgetappt bin. Das ist ein Snicker. So sieht der aus. Snicker. Ist gut, dass wir drüber reden konnten, oder? Chris, ich habe Angst in der Höhle, die macht mich sauer. Ich komme hier nicht weg. Aber meinst du die ganz wichtige Frage, die wir hier nebenbei auch noch stellen müssen? Boah, du hast mich erschreckelt jetzt. Wenn du so ein... Und deine Schokolinse aus der Packung M&M's rausnimmst und nur wirklich eine nimmst. Sag mal, Chris, ne, du bist schon so ein richtiger Urbayer, dass du zu einem M&M Schokolinse sagst. Ich hab ein Bild auf. Okay, Tobi schreibt's. Ja. Lies vor. Der Snicker ist, wenn du dir den kleinen Zeh brichst und auf einmal auf 7 Sprachen fliegen kannst. Und dann nur 30 Minuten weinst, wenn es im Kräutergarten war. An anderen Orten ist am. An anderen Orten ist es auch optional länger möglich, aber im Kräutergarten muss man sich auch echt mal zusammenreißen, ne? Ja, und bei manchen Mondphasen kriegst du dir auch die gleichen... Weißt du, neben dem Kräutergarten ist ja direkt der Obstgarten, und sonst hören das noch die Weintrauben, dann hören die selbst nicht mehr auf. Richtig. Und dann werden die salzig anstatt süß, das ist nicht gut. Ja, dann hast du Essig. Das ist fast so, als wenn du dir Studentenfutter kaufst, und da steht Studentenfutter mit Cranberries, und denkst dir, boah geil, greifst rein, und dann sind das Rosinen. Das ist einfach Beschiss am Konsumenten. Okay, das ist einfach Betrug am Konsumenten, wenn wir mal ehrlich sind. Ihr habt es gehört. Wir bringen euch das bei, was euch eure Lehrer nicht beibringen. Die Initiative sinkt. Für weniger Rosinen im Studentenfutter ist die Initiative sinkt. Was heißt hier weniger? Rosinen gehören für mich nicht ins Studentenfutter. Weißt du, wo die hingehören? Auf Omas Donauwelle, weil Oma mag das. In den Müll. Die ist nämlich selber schrumpelig. Die kann sich gut mit der Rosine identifizieren. Ich war auch mal eine knackige Traube, als ich jung war. Und sieh mich jetzt an. Immer noch voll im Schuss. Haha. Und jetzt erstmal ein bisschen aufs Klo. Die Trockenpflaumen pfeifen schon richtig. Initiative sinkt. Betretenes Schweigen hier im Stream. Chris' Oma ist jetzt nämlich spontan doch zu Besuch gekommen, um ihn zu verprügeln, weil er gegen Rosinen was gesagt hat. Chris, lebst du noch oder hat Oma dich verprügelt? Ja. Oh. Magst du dich nicht, wenn Omas als Rosinen bezeichnet? Nein. Warum nicht? Hast du Angst, dass die Entropie uns alle kriegt und wir alle irgendwann mal so aussehen? Ja. Ja, ich auch. Meine größte Angst. Die Initiative sinkt, steht für weniger bis gar keine Rosinen im Studentenfutter. Helfen Sie heute. Und Sie können auch das Initiative sinkt rubbellos kaufen. Und auf jedem 37. Los habe ich 1A mit Wachsmalkreide ein Stück Schweizer Käse draufgemalt.
siehste, damit bin ich schon den ersten Unterstützer für unsere Initiative. Danke, Ginyu. Ginyu ist einfach jemand, weißt du, ich denke, ich war ja letztes Jahr in Dresden und ich habe gesehen, da in der Stadt ist wirklich Not am Mann. Das ist viel zu viele Rosinen verhältnismäßig im Studentenfutter beigemischt. Ich glaube, die haben die Option, statt Rosinen Cranberries reinzutun, einfach noch nicht realisiert. Und ich denke, dafür stehen wir hier ein. Dass wir solche Missstände hier aufklären und beseitigen. Richtig, jetzt wo die Schulen mal 4 Wochen unterbrochen sind, können wir diese Missstände auch endlich ansprechen. Ja, ich rufe direkt mal beim Verteiler an, die sollen mal ein paar mehr Cranberries nach Dresden liefern. Hallo? Delef? Delef, bist du dran? Kannst du mal ein paar Cranberries nach Dresden liefern? Ja, ich weiß, dass ein paar nur 2 sind. Boah, Detlef, bist du immer so ein Detlef, jetzt hör mir mal zu. Also, tut mir leid. Ich weiß, du hast momentan im Verteilungszentrum nicht schwer. Ja, ich weiß, das Mehl ist ausverkauft. Ja, das Klopapier auch, Detlef. Tut jetzt hier nichts zur Sache, Detlef. Wir haben hier Not am Mann. Und an der Frau auch. Weißt du, wie das ist? Es tut nichts zur Sache. Detlef, ja, jetzt liegt mir nicht in den Ohren. Ich weiß, du machst hier einen harten Job und wir sind auch alle sehr stolz auf... Detlef, lass mich doch einfach mal ausreden, Kollege. Mein Gott, Chris, der lag mir hier das Ohr ab. Warte mal. Detlef, bist du noch dran, Detlef? Detlef? Oh mein Gott, Detlef. Ich werde nicht schlau aus dem Typen, Chris. Ich werde einfach nicht schlau. Ich ruf mal selber an. Okay. Ja, hi, Detlef hier, ne? Hast gerade mit dem Rush telefoniert. Ja, wie bin ich an diese Nummer gekommen? Detlef, das tut jetzt gerade gar nicht zur Sache. Rosinen sind aus. Verstehst du? Chris, du kannst ihn doch nicht auf sein Privattelefon anrufen. Doch. Garten, komm in den Garten. Harte Zeiten der Fortnite, harter Maßnahmen. Richtig. Und Detlef, nein, der Fortnite-Tanz ist keine Währung. Deswegen lassen wir es mal gut sein. Also Chris, ich glaube, du hast gar nicht Detlef am Telefon, sondern seinen 5-jährigen Sohn. Moment. Warte, gib mir mal das Telefon, Chris. Ja, bitte. Danke. Didi, verarschst du schon wieder Leute im Internet? Ich bin kein Kackbuhn. Du hast mich auch nicht geowned. Ich one-on-one dich auch nicht in Tilted Tower. Didi, gib mir sofort deinen Vater. Du kleiner Lümmel. Was soll denn das jetzt? Didi, ich schwör's dir, ne? Nächstes Jahr zu Weihnachten, falls du da noch 6 Jahre alt bist, ne? Ich weiß nicht, ob du dazwischendrin nochmal einen Geburtstag kriegst, aber Didi, ich sag's dir, ne? Das Lego Star Wars Set, das kannst du dir abschminken. Du kriegst Hello Kitty Bauklötzchen. Wie, die gefallen dir auch? Ja gut, Didi, das ist auch coole Sache, ne? Aber... Weißt du was, Didi, bist in Ordnung. Jetzt hier, komm, gib mir deinen Vater wieder. Jetzt, ja. Hier, Chris, hast du Detlef wieder am Telefon. Ja, vergiss es. Verdammt. So, Leute, ich glaube, die Initiative ist gerade auf erste Startschwierigkeiten gestoßen. Aber keine Sorge, wir setzen uns für euch ein. Unterstützt uns jetzt. Hier unten in der Videobeschreibung habt ihr die Petition. Hier unten in der Videobeschreibung habt ihr auch den Spenden-Link. Ja, da könnt ihr direkt mal spenden. Cranberries, bitte nicht kein Geld. Cranberries brauchen wir als Spenden. Die müssen 1A nach Dresden geliefert werden. Ginyu hat Not am Mann. Das ist wichtig. Didi ist mein imaginärer Kindheitsfreund, der seit 20 Jahren weg war und jetzt seinen Bärenlieferant verkörpert. Ja, auf jeden Fall. Oh, ich hab Schluck auf. Nice, werde ich schon gehört. Ja, Didi, der ist nämlich 5 Jahre alt. Und imaginär. Imaginäre Freunde können auch Schluck auf haben, Chris. Bitte King-Shame jetzt hier einfach mal niemanden, okay? Okay, Chris, musst du mich hier persönlich angreifen? Vor den Zuschauern? Ja. Finde ich nicht in Ordnung. Wir müssen das mal persönlich austalken hier. Ich glaube, Tobi hat sich jetzt hier unter der Kiste versteckt. Ich denke, ich trete dir zuerst so doll in die Eier, wie ich kann. Und dann trittst du mir so doll in die Eier, wie du kannst. Aber... Mein Rocky Dog. Ja, aber Chris... Vergiss nicht, ich hab die Eierplätzchen. Ja, Ginyu, weißt du, für die Zuschauer sind noch alles. Und das schon, ja. Oh, ich hab die Finger verbrannt und das da. Nur mein Eierplätzchen in frische Stöcken, deswegen hört er mich so schlecht. Und das um 21 Uhr und noch ein bisschen zerdrückt sich ja. Das sind die halben Eierplätzchen. Apropos halbe Eierplätzchen, unsere Initiative setzt sich auch gegen halbe Eierplätzchen ein. Ja. Die Initiative sinkt. Tobi sagt Gott denk, werft mich mit in den Call, verdammt ich.
Warte, Tobi, gib mal das Telefon. Tobi braucht dringend mal Detlefs Nummer. Ich schätze eure Einsatzbereitschaft, denn wir müssen hier einfach Notstände aufklären. Das ist solide Arbeit, die wir hier leisten. Das tut doch zurzeit keiner. Genau, Handschläge hinterher, wenn wir die solide Arbeit geleistet haben, gehen auch nicht mehr. Es ist einfach alles nicht mehr möglich. Aber keine Sorge, wir von der Initiative Solzo haben auch definitiv alternativen Handschlag entwickelt. Das funktioniert einfach so, ich tritt Chris zuerst so in die Eier, wie ich kann. Und dann liegen wir auf dem Boden und freuen uns, dass wir sich die Hand geben mussten. Und sammeln wie. Weil das alles so toll und lustig ist. Ja, aber ohne Tiefschuss, das wäre feige. Mhm. Auch nicht schon wieder Schmalzgrab. Relaxo ist auch so ein Schmalzgrab, kann das? Auf jeden Fall. Ich habe mal mein Evoli verloren, das war aber Relaxo in der Bauchfalte stecken geblieben. Ich habe 20 Tage danach gesucht. Er war nicht mehr er selbst, als er wieder rauskam. Erinnerst du dich an meinen Let's Play Evoli-Stream noch, wo ich das Shiny Evoli hatte und dann Aquana draus gemacht habe, den Sodamax? Nee. Es gibt einen Grund, warum der im ganzen Körper lila war und nicht blau. Das lag nicht daran, dass der Shiny war. Der hat einfach keine Luft mehr gekriegt da in der Falte. Man kann ja sagen über Relaxo, was man will. Aber Relaxo, so dick wie es ist, hat keine einzige Bauchspeckfalte. Und du wisst ja, was man sagt. Relaxo reimt sich nicht umsonst auf Dark Souls. Ja, richtig. Genau. Glaubst du, wir schaffen den Mondberg heute noch? Warte, ich schau mal auf meine Uhr. Nee, danke. Du musst noch ein paar neue Zahlen drauf, Mann. Lumia hat ihre Hausaufgaben nicht gemacht. Aber hey, du musst schon eins lassen. Sie ist schon Level 27. Es wird langsam. Und was sagen wir dazu? Bleibt geschmeidig. Dann wisst ihr, was nicht geschmeidig ist. Rosinen im Studentenfutter. Die sind zäh und labbrig und schmecken nicht. Jetzt müssen wir aber immer noch der ganzen Sache auf den Grund gehen. Was ist jetzt ein KitKat? Eine der Rippen oder die vier zusammen? Tobi stellt die richtigen Fragen. Ja, also ich bin ziemlich der Meinung, dass Kat das englische Wort für Katze ist. Ich bin aber der Meinung, dass Cut das Wort für den Schnitt ist. Also sprich, das Cut ist dieser kleine Spalt zwischen den vier Riegeln. Da bin ich mir nicht sicher, weil Kid heißt ja Kind und Cut heißt Katze. Kinderkatze. Und weißt du, was ich anhöre wie Kinderkatze? Kinder-Country. Und das ist auch ein Schokoriegel. Oh, Griff, ich habe ja schon wieder so eine Spur. Gehen wir mal nach links. Folgt mir meiner Spur. Ja, wir folgen deiner Spur. Oh, meine Spur führt mich hier lang. Oh. Da finden wir eine ganz neue Spur. Und dann führt die Spur zurück zu Detlef, der die Schokoriegel alle umbenannt hat. Es ist faszinierend. Wir sind von Knoppers zu Snickers zu KitKat und jetzt bei Kinder-Country angelangt. Führt die Spur nur hin. Ich denke mal zu Diabetes. Ich denke mal nicht aus dem Mondberg raus, so wie wir es gerade eben machen. Halt den Mondberg fest! Ja, und spür den Kraft! Das macht dir so viel Spaß, wie er sagt, wieso? Die Gegner hier sind doch gefährlich und ehrlich. Mhm. Bananas! Im Pyjamas sind lustig anzusehen. Die waren nicht lustig anzusehen, die waren voll langweilig. Keine Ahnung, was da passiert ist. Ja, nicht lustig anzusehen, haben mich angelegit. Die haben mich angeleugit, Chris. Du kennst dich doch da aus, bist doch selber ein Leugi. Kannst du da mal anrufen? Nee, ich komme immer nur wieder bei Detlef raus. Was sagt er denn? Oder kriegst du immer nur Didi ans Telefon? Nein, schon Detlef, aber irgendwie führen alle Wege nach Detlef. Ja. Das Schlimme ist, Detlef ist auch dieses Alpaka, was bei mir auf Minecraft im Garten steht. Weißt du, wer auch Detlef hieß? Red Shadow Legends. Nein, der Mann von der Elfriede. Ich sag da nicht mehr zu. Ich sag nicht mehr zu, als ich jetzt gesagt habe, aber manche Leute werden jetzt wahrscheinlich einen Vietnam-Flashback haben. Ich habe einen kleinen Vietnam-Flashback aus dem Mario, in dem wir gespielt haben, wo wir auch Elfriede und ihren Mann hatten. Genau das meine ich doch gerade, Chris, danke. Aber ich weiß nicht mehr, worum es da genau ging. Na, am Detlef und Elfriede und dass alle Leute das nicht mochten, dass ich 20 Minuten die Elfriede-Stimme gemacht habe. Ach ja, stimmt. Aber ich habe mich nicht einschüchtern lassen. Richtig. Man hat uns das schon mal einschüchtern lassen, was Zuschauer nicht wollen. Und das hat sich ungefähr so angehört. Detlef! Oh, mein Hals! Detlef! Detlef, es tut weh! Detlef! Schmerz! Detlef, mein Hals ist kurz!
ich glaube, wir haben Tobi kaputt gemacht oder verloren, eins von beiden. Hast du schon mal hinter den Baum geguckt? Nee. Guck mal nach. Da ist er ja. Tobi würde gerne mit uns reden gerade. Ich habe Angst, dass er mit uns redet. Willst du ihn echt in den Call reinziehen? Ich habe Angst vor ihm. Der Junge, der stellt mir zu viele Fragen. Das ist das Problem, Tobi. Das sind zu viele Fragen und zu wenig Antworten. Richtig. Du hast doch ihren Bildungsauftrag. Mein, jetzt bin ich verwirrt und schlafen. Wie hab ich den jetzt? Nee, sorry, ich hau ab. Das ist dann, wenn du den feuchten Traum hast, der nicht sein sollte. Von was hast du schon wieder geträumt, Chris? Lass es ruhig raus. Nee, du nicht. Klar, Chris, du nie. Nee, du nie. Ich nie. Chris, du musst aufhören, deine Probleme auf andere Leute zu reflektieren. Nein. Das funktioniert nicht, das bringt dich nur... Ich finde noch raus, warum Kinder Country jetzt mit der Verlosung ist. Haben wir überhaupt keinen Aufwecker? Oder bin ich gerade dumm? Wahrscheinlich beide, eine Mischung aus beidem. Nee, die haben keinen Aufwecker. Ach, Kaya, dann baller ich einmal. Baller, Top-Genesung, so zack. Wir können doch einfach das JoJo-Team spielen, dann wacht die schon auf. Nee, glaube ich nicht. Ach, fuck. Guck mal, das ist Lumia. Ja. Tobis Handzahn. Das wollte ich gar nicht so genau wissen. Das wollte ich. Zahn hört sich an wie Grafzahn. Tobi, da musst du uns aber mal die Fälle hier hochzählen. Tobi, ich gebe dir jetzt einfach mal eine große Tüte Studentenfutter und du zählst mal die Cranberries. Wir brauchen da Statistiken. Innen bevor da liegt ein Aufwecker. Das wäre super nice jetzt. Haben wir. Nee, waren wiederbeleben. Haben wir eine Beere dafür? Nö. Chris, Alter, wenn du irgendwem, der schläft, einen Bärenhals drückst, dann erstickt der. Mein Gott, Arbeitssicherheit, Chris. Gibt's nicht. Ja, gibt's schon. Du musst dich einfach mal nicht so anstellen. Arbeitssicherheit, ich weiß ja nicht, was ihr da unten macht, ne? Trüller-Lüller-Milch, aber... Du musst hier mal... Du kannst doch nicht einfach. Geht nicht. Genau. Sehe ich ähnlich. So, jetzt erstmal... Oh. Weißt du, wir könnten, müsst ihr auch von der ersten Teamposition wegnehmen, dass der Effekt nicht mehr triggert, ne? Aber da habe ich jetzt gerade keine Lust. Warte, Level 25, das schafft sie doch alleine. Ganz ehrlich, wir könnten, müsst ihr ja wirklich von der ersten Position wegpacken, aber das würde den Aufgeben bedeuten. Wir geben nicht auf. Ja, guck mal, Rauchwolke, das macht's doch noch viel interessanter. Aber oh, ich treffe ja noch. Mach mal nochmal Rauchwolke. Ach, fuck, Crit. Nee. Die Antwort auf die Cranberry-Frage ist 42. Das ist zu wenig. Zu wenig, sage ich, Chris. Was sagst du? An den Umständen musst du was ändern, Tobi. Tobi, wir haben jetzt eine wichtige Aufgabe für dich. Wir haben da hinten einen Lagerraum. Detlef hat uns eine neue Lieferung geschickt. Das sind 73.422 Cranberries. Kannst du mal Inventur machen und nachsehen, ob das stimmt? Und weh, du zerquetscht eine. Nicht naschen. Ich merke das. Richtig. So. Erstmal wieder ein Raid Ball. Ja, ne? Der heißt einfach nur Raid Ball. Auf Deutsch heißt er ja Spuckball. Der Alpaka-Ball. Das klingt so ein bisschen so wie so ein Jackie Chan-Move. So. Ja, mit diesen ganz seltsamen Schlaggeräuschen, die sie da Peng, 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 peng. Und dann so ein großer Feuerball. Oh nein, 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 nein. Exitus stellt sich gerade die Frage, ob Alkohol wirklich die Lösung ist. Es ist dann weggerannt. Und dann muss ich Exitus sagen, dass man Alkohol in Wasser lösen kann. Scheiße. Sind 25 zu wenig, ja, Tobi. Hat dann er genascht? Hat er genascht? Hat er genascht. Auf jeden Fall hat er genascht. Ich hab doch gesagt, nicht naschen. Das sieht man doch, das sieht man überhaupt nicht. Man sieht auf jeden Fall, dass du genascht hast. Der ganze Mund ist noch verklebt von den Cranberries hier. Was für Cranberries hast du denn? Das sind so luftgetrocknete, Chris. Da ist keine Flüssigkeit mehr drin. Das ist dann genascht. Okay, Chris. Du überprüfst die Handwaschseife, ich überprüfe den Klebstoff. Los geht's. Okay, die Handwaschseife schmeckt nach wie vor gut. Der Klebstoff klebt meine Lippen zusammen. Ich rede gerade durch die Nase. Du musst dir vorstellen, wie die Nasenlöcher so auf und zu gehen beim Reden. Ich raid gerade durch die Nase. Shadow Legends. Ich hab da gerade Team Buckets Grunt gelesen. Team Nöggy ist das. Das weißt du doch.
Nein. Bargit ist erfahren. Bargit ist erfahren. Ich bin im Team Bargit. Wir brauchen dringend auf dem Minecraft-Server auch einen Mr. Bucket. Scheißegal. Wir brauchen zwei Mr. Buckets. Oh mein Gott, zwei, die sich gegenüberstehen. Und wir bauen eine riesige Version von Auntie Myrna's Party-Salat. Was? Von wem? Kennst du nicht Auntie Myrna's Party-Salat? Nein. Oh, Chris, dann habe ich nach dem Stream ein Video für dich. Poste dich auch im Discord, falls ihr auch interessiert seid übrigens. Der ist verdampft. Detlef hat uns über den Tisch gezogen. Ach du Scheiße, Chris, ich glaube, da musst du nochmal anrufen. Und hat mich jetzt seine Nummer gesperrt. Oh nein. Warte, ich hab das Handy von seiner Frau hier, bitte. Ich hab das Handy. Das Handy. Ruf mal bei Thaddeus an, dann kann der für uns bei Detlef anrufen. Das ist eine gute Idee. Thaddeus, mein Haus wird immer kleiner. Oh nein. Oh nein. Thaddeus, meine Crap-Lieferung wird immer kleiner. Ja. Dann solltest du vielleicht die Lieferung mal auf Fadenwürmer überprüfen. Und jetzt mal ein Gegengift bei Alice. Antidotter. Antidotter. Das sind die Anti-Eier. Antidotter. Und es gibt ein Super-Ei. Und jetzt mal meine zwei Portionen bei ihr. Da kannst du ein goldenes Eier-Sandwich mitmachen. Ja, dann kriegst du das auf der Gierbratenpaket. Oh Gott, ich habe mich gerade schlecht hingesetzt. Und ja, ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich glaube, meine Jeans hat gerade ein goldenes Eier-Sandwich gemacht. Und aua, tut das weh. Heiligs Lieschen. Wie sagt man noch eins, das brezelt aber? Nein, das sagt keiner. Ich habe das doch gerade gesagt. Bin ich keiner oder was? Keine. Und ich schon wieder Schmökscreen. Was schauen wir denn zum Schmökscreen? Nicht today, Kollege. Nicht today. Nicht today. Du bist ja eine Wassertänzerin. Irgendwie gibt das ja gar nicht so viele Erfahrungspunkte hier. Für jeden besiegten Clown. Haben wir es eigentlich jetzt bald mit dem Mondberg oder muss ich nochmal umdrehen? Ich glaube, muss ich nochmal heilen. Okay, warte. Bin auf dem Weg. Hast du noch ein Fluchtseil? Ja, ich habe noch fünf. Eines schönes Tages schaffen wir es. Oh, das ging auf einmal schnell. Lalalala. Wie ist denn das passiert? Leertaste. Oh. Weißt du, wenn du Exitus vorne hast und auf die Bier-Leertaste drückst, dann geht alles ganz schnell. Wir müssen Tobi wecken, wenn er Hallo sagen soll im Call. Soll er Hallo sagen im Call? Willst du Tobi den Gefallen noch tun heute, Chris? Ich weiß ja nicht. Er hat die Cranberries genascht. Ja. Und zählen kann er auch nicht richtig. Nach Zahl ist nicht zu bringen. Ich will hier raus, ich will hier... Oh, das ging jetzt aber ganz schön weit. Du musst bedenken, wir würden immer doppelt so weit kommen, wenn wir Mysti ja nicht vorne hätten. Tschung, tschung. Ping, ping. Tschung, tschung ist fast so wie Pyongyang. Pyongyang! Tobi hat nicht genascht. Tobi, ja, leugnen nein, hilft dir im Leben auch nicht weiter. Tobi, entweder du gibst es zu oder wir schicken dich ins Gulasch. Sagst du dein Leben lang Knödel? Warte, was? Tust ja, du Knödel richtig. Ins Gulasch? Das ist nicht. Das gibt's bei euch nicht. Als Beilage schon, aber ich tu die doch nicht direkt rein. Ich hab gar keine Taschen, Tobi. Dafür müsst du nicht eine Hose haben. Chris, tut mir leid. In dem Moment, wo dir Knödel das Gulasch berührt, ist das eine Portion und kein gekochtes mehr. Tja. Das ist doch klar. Bin ich denn nur von Wahnsinnigen über... Ja, ich weiß nicht. Bin nur von Wahnsinnigen umgeben. Ins Gulasch rein. Das ist nochmal die Frage, die wir uns hier stellen. Was ins Gulasch reinkommt? Gulasch. Ja, aber was gibt's jetzt zum Gulasch dazu? Gulasch. Es gibt ja manche, die du in deinem Pack Nudeln dazu. Habe ich auch schon gesehen. Ja, Spätzle schmecken gut zum Gulasch. Nein, Nudeln. Spätzle sind Nudeln. Nein, wirklich, normale Nudeln. Ja, kannst du auch machen. Ist aber nicht so geil wie Spätzle. Ja, das ist richtig. Spätzle sind klasse. Aber tut mir leid, Nudeln und Spätzle sind auch. Nudeln ist ein Oberbegriff. Nudeln sind Nudeln. Schulpflicht ist Schulpflicht. Und Spätzle sind Nudeln.
Richtig. Tut mir leid, wer sagt, dass Spätzle keine Nudeln sind, der sagt noch, dass ein Knopper nicht der Noppen vom Knoppers ist. Noppenknopf das heißt, jetzt. Keine Ahnung haben. Ja, ich sag's dir. Alle wahnsinnig, außer ich. Hm. Der hier auch schon wieder. Denk mir, der Chen kann er mir aufs Dach steigen. Aber das hat er nicht bedacht, weil das ist ja nur eine Katze. Wenn die aufs Dach steigt, dann müssen wir die Feuerwehr rufen. Richtig, guck da nicht mehr runter. Ja, also. Die denken auch wieder alle nur an sich, ne? Unglaublich hier. Hol mal Gröngi raus. Los geht's, Gröngi. Und ich will mir die Giftklaue. Nicht sehr effektiv auf Gröngi. Nice. Ist wahrscheinlich trotzdem schwer vergewillt. Jawohl. Das hat eine ganz schön hohe Quote, das zu machen. Kann das sein? Nein, das sind einfach nur Gegner. Ach so, Gegner. Was ist eigentlich Recover hier? Ist das Genesung oder ist das... Ich glaube schon, ja. Wäre geil, wenn es Erholung wäre, ne? Dann wäre das Poison einfach direkt weg. Tja, Chen, war trotzdem nix, hä? Okay, Junjun Level 28. Das hat er noch eine Momiji. Oder wie Profis das sagen, Momijish. Was? Momjijish. Momjijish. Ein Hund. Warum hat der Hund ein Schwert? Warum hat der ein Messer? Warum hat das kleine Kind ein Messer, Chris? What do you have there? A knife! No! Das ist wie dieser kleine Vogel mit dem Messer. Oder die kleine Krabbe mit dem Messer. Oder das kleine Messer mit dem Messer. Oder das kleine Messer mit der Krabbe. Oder die kleine Gabel mit dem Messer. Oha. Chun, chun! Kisume ist doch einfach nur neidisch auf. Guck mal, ich zeig dir jetzt mal Geheimtrick. Zack, noch ein Moonstone. Für gratis. Die kosten 25.000 Euro. Kannst du einfach tickern? Nee, die benutzen wir. Geheime Mitmachsache. Ich geb dir gleich mal eine geheime Mitmachsache, Chris. Hier bitte. Schön. Und was war's? Irgendwie hast du mir gar nichts gegeben. Ja doch. Geheim. Schau doch nochmal genau hin. Der Stein auf einmal leer. Und jetzt machen wir den Stein kaputt. Siehste, so. Nein. Du hast den Stein festgehalten, ich hab ihn kaputt gehauen. No. Nenn mich Karate Bobo, ich hab's geschafft. Halt! Stopp! Hier wird nicht geraucht. Was will er denn jetzt? Rauchen. Ja, hier wird doch nicht geraucht, hat er doch gerade selber gesagt. Ist er deswegen so völlig außer sich, weil er gerne rauchen würde, aber nicht darf. Richtig. Ach, verflixt. Immer diese Abhängigen. Da holen wir mal Kleingeld raus, da kann ich eine Packung Zigaretten kaufen. So. Oh, guck ich mal Schmutzwasser hier an. Wie wär's mit Duschen vom Rauchen? Ja, genauso wie das Schmutzwasser sehen auch seine Vorhänge aus, wenn er ganz in der Wohnung raucht. Nice. Ist alles bezeichnet. Ach du Scheiße, was war das denn? Hast du das gesehen? Hm? Super Nerd Miguel. Ja, yep, genau, Genio, du hast es erfasst. Hast du gesehen, wie viel Schaden der gemacht hat? Pack die Zigarette wieder weg. Entschuldigung, Tobi. Tobi hat sich wahrscheinlich genau gerade eine genommen. Na hoppla. Was war das denn? Hidden Past. Das war so ein Mogelhieb, ne? Ja. Ich trete jetzt ins Gesicht. Wo der herkommt, gibt's noch mehr. Wie gesagt, wo der herkommt, gibt's noch mehr. Zack. Gewonnen. Okay, super, Miguel. Okay, ich teile mit dir. Chris, der teilt mit uns. Was machen wir denn jetzt? Wir teilen zurück. Okay, ich teile jetzt das hier. Das Mage-Fossil, das ist eine Kirisame. Oder das Miko-Fossil. Das ist ein Hakurei. Was willst du haben? Eine Kirisame oder eine Hakurei? Chris, deine Spider-Senses sind gefragt. Popcorn Chicken! Okay, schön. Welches von beiden nehmen wir? Sag einfach links oder rechts. Wir brauchen mir Popcorn Chicken. Chris, hilf mir weiter. Ich hab Angst. Wir kommen nie aus dem Wohnwagen raus. Toll, jetzt hab ich nochmal Random Encounter getriggert. Danke, Chris. Bitte. Vielleicht krieg ich ja nochmal Shiny. Machen wir das einfach so. Der nächste Encounter entscheidet der Anfangsbuchstaben. Das Andreas-Fossil. Ist Kefbro nicht dein Bruder? Ja, tatsächlich kommt der denn hierher. Der ist hier. Lukas, was nehmen wir denn jetzt? Das Andreas-Fossil. Machen wir den nächsten Encounter. Okay, warte. Auf
eine Hälfte des ABCs ist links, die andere Hälfte des ABCs ist rechts. Also was ist jetzt links und rechts? Rumia. Rumia ist rechts. Okay. R wie links. No Popcorn Chicken. Was ist denn jetzt Popcorn Chicken? Jetzt nehmen wir das. Hacker. Hat der getrunken? Ich glaube. Ach Mist. Kann ich auch? Ist schön wär's, ne? Ich hab noch was im Kühlschrank. Bier war nicht ausverkauft, lustigerweise. Klopapier schon. Schlechte Kombi, würde ich sagen. Nicht mitgedacht. Du kannst ja auch den Hintern abwischen. Doch, Bidet. Das ist ein Bier-Dee. Und du weißt ja, was man dazu sagt, ne? Zu diesen Wasserspülungen für den Hintern. Wer bitte sagt, muss auch Danke sagen. Warum gibt es die Dinge hauptsächlich in Japan? Nicht nur da, in Frankreich ist das auch ziemlich verbreitet. Ja, oder da diesen einen, dieser einen Bar, wo wir waren. Ja, das war schön. Wo wir alle nicht wussten, ob da wirklich so ein tiefer gelegtes Klo war oder ob wir alle so hakedicht waren, dass wir das nicht mitgekriegt haben. Ich erinnere mich auch nicht mehr, wie wir den Abend nach Hause gekommen sind. Das ist die Frage, die allerwichtigste Frage des Streams. Wir haben vorhin geklärt, was ein Knopper ist, was ein Sneaker ist. In meinem Sneaker waren wir uns nicht so ganz sicher. Richtig. Das mit den KitKat haben wir geklärt, aber wie wir nach Hause gekommen sind, keine Ahnung. Ich erinnere mich nur, dass wir auf einmal vor dem Hotel waren. Und wer bitte sagt, muss auch Danke sagen. So, Exitus ist jetzt auch mal offiziell abgetreten. Schön gemacht, Exitus. Ich wette mit dir, wenn wir in der Bar die Klospülung gedrückt hätten, dann wäre uns das natürlich die Wasserfontäne entgegen. Ja, dann wärst du wahrscheinlich ascended. Boom, 50 Euro in die Kasse. Weißt du, wo du auch ascendest? Play Raid Shadow Legends. Halt's Maul. Was hab ich denn hier? Ein Antidotte. Das hätten wir mal vorher gebraucht. Das haben wir gerade eben gebraucht. Guck mal, wir sind doch noch vergiftet. Das brauchen wir immer noch. Oh, hier, guck mal, die Mega-Karate-Heinis. Mal schauen, was die mir erzählen. Hallo. Ich kann hauen, das macht Spaß. Willst du hauen? Dann gib Gas. Los geht's. Monika. Oh nein. Welcher von beiden ist der Bootleg worden? Ich weiß es nicht mehr. Kleingeld möchte Megapart. Das ist doch STAB, das nehmen wir. Wie viel Base-Damage hat denn das nochmal? Da wickelst du deine Faust 80, 85. Will ich für... Ich will nicht für 5 mehr Damage. Ja, das kann auch paralysieren. Nee, das machen wir nicht. Das machen wir nicht. Sorry, das hat viel zu wenig Genauigkeit. Ja, machen wir nicht. War Mega-Kick gut? Nee, ne? Mega-Kick war jetzt richtig scheiße. Ich glaube schon, ja. Ich guck mal, warte. Schauen wir mal. Hm. Auch nochmal 120,75. Das würde ich nicht als Scheiße bezeichnen, wenn das mal trifft. Wenn's mal. Komm, wir machen Jumpkick weg. Das ist nämlich genauso kacke. Aber es hat Kampf. Ja, brauche ich nicht. Wir haben doch Exitus. Ach, stimmt. Jetzt sind wir Soulmates im Kicking. Jetzt tritt ich dem anderen Typen an die Eier. So. Bam. Gut, dann können wir wieder. Immer noch vergiftet übrigens. Nur so fürs Protokoll. Da liegt noch eine Beere. Ratsbeere. Das sind halt keine Cranberries. TM5, wow. Davon haben wir schon 10 oder so, ne? Ich geh mal eben kurz in Bonica Shandern. Hannah, das ist die. Bonica sterben, bevor du das Center erreichst. Dann ist es to be continued. Hey, Schwester Yaoi, wo hast du den kleinen Tamagotchi gelassen? Links. Ist einfach nur eine Ausgeburt ihrer Fantasie. So, schauen wir mal eben, ob wir den Mondstein bei irgendwem festhalten können. Nö. Den Sonnenstein? Nö. Weil ich hab doch bestimmt noch irgendwie auf der Box, der sich so einen Mondstein reinpfeifen kann. Ich guck mal. Move Bonica. So, wer hat Bock auf einen Mondstein? Schnelli. Mal gucken, ob Fressbeutel einen Mondstein reinziehen kann? Hm. Kann das eigentlich irgendwer? Bestimmt. Ich kann ja auch im Wiki gucken, ne? Das wäre schneller, aber... Ich teste das eben mal kurz so. Wenn das geht, dann reicht mir das. Und das geht! Los geht's! Fressbeutel entwickelt sich. Ganbar Ruby! Nein, das ist nicht Ganbar Ruby. Das ist Heilig Lieschen. Schau dir das mal an, Chris. Die ist voll schlank, ist die. Ja, aber auch nur bis zur Hüfte. Ja, und dann nicht mehr. Ich weiß nicht, ob sich das jetzt gelohnt hat. Mal gucken, was die kann. Hm. MF, Motherfucker.
hat immer noch Levitate. Stats sehen ganz ausgeglichen aus. Lick. Ja, ich weiß nicht. Also beeindruckt bin ich jetzt noch nicht. Ob es nicht das mal gelohnt hat, ich denke, wir sollten das Strenni neben Thaddeus anrufen. Der weiß, was zu tun ist. Der weiß nie, was zu tun ist. Der ist ja nur am Meckern. Ja, das ist es ja eben. Meckern ist zu tun? Okay, warte, mach ich. Kann vielleicht nochmal jemand den Mondstein benutzen? Ja, warte, ich mach. Geht los, warte. Krasui. Eben warst du doch noch hier. Wir haben ja noch zwei, das geht einmal noch. Nee, geht gar nicht. Dann Sonnenstein? Ja, das ginge, aber das machen wir nicht. Den brauchen wir nämlich später noch. Wer hat Bock? Auf Rock? Donuts? Nee. Wie wär's mit Premium? Premium? Steine essen kennst du sonst nur von Golems und Goronen. Ja, und von Yoshi. Und von Steinen und Rocco. So, Mondstein, los geht's. Ja, Premium-Kahn, los geht's. Premium! Premium-Sparpaket. Wir haben jetzt Premium-Mondstein-Paket entwickelt. Bin mal gespannt, was passiert. Captain Obvious, es entwickelt sich. Danke da. Danke, soll ich mal B drücken? Ja! Ist der Mondstein dann trotzdem weg? Ich glaub nicht. Zu spät. Was ist denn mit ihr jetzt los? Es ist so eine Zundere, was ist denn das? Die hat eine Rüstung an, glaube ich. Ist ich gar nicht so, dass ich in dein Team will, Barker. Nee, danke, Chris. Ich hab schon gegessen. Ja. Was hat die denn? So. Elegant. Erhöht die Genauigkeit. Ja, die kommt nicht ins Team. Nee, es kommen nur Bodyguards ins Team, die Palat schinken als Fähigkeit haben. Jawohl. Und oder Kreppes. Ja, Kreppel. Kreppes. Ja, Kreppes ist auch gut. MF. Weil ich Wiggle noch entwickeln will. Entwiggeln. Ist hier ein Schal wegnehmen. Geheilt halt schon, ne? Ja. So, dann gucken wir eben noch mal kurz, was es hier links zu fangen gibt. Gar nix. Doch. Mindestens zwei. Vielleicht auch drei. Ich frag mal. Warte. Hallo. Darf ich denn? Oh Mensch, das ist ja was Neues. 36? Ja. Ich glaube, wir müssen uns mal wieder eine Power-Einlage gönnen. Warte mal. Ich muss mal Musik anmachen. Es kann nämlich sein, dass ich die Leertaste manchmal drücke. Kann sein? Mhm. Was kommt denn da rein? Zum Starten Taste, bla bla bla. What? Wo? Einfach nur what? Das ist Kanan-Scout. Wer scoutet den Kanan? Ich scoute. Du scoutest? Nicht. Ich bin dafür, dass wir mal eine andere Musik anmachen, Moment. Nee, wir machen wenigstens beide Musik an. Nein, ich habe eine gute Musik für sowas. Nee, hast du nicht. Doch. Hast du gar nicht. Doch. Nein. Moment. Ich bin dafür, dass wir das... So, dann würde ich aber nochmal für alle auf YouTube sagen, hier schon mal Schluss. Vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal bei Toomon Another World. Und bei dem Spiel gibt es jetzt nochmal eine Level-Montage. Das ist ein Level-Montage, ist Spiel und Real. Ich finde es schade, dass im Englischen richtig und wichtig nicht funktioniert. Wichtig und richtig? Ja. Welches Level haben die... Monika, vermisst die denn? Weiß ich nicht, aber die Wilden sind 36, also wahrscheinlich noch ein bisschen höher. Ich guck mal nach. Ich meine, das ist eine gute Chance, Chun-Chun mal so auf 30 zu bringen. Ja, da wir jetzt sogar Encounter haben wollen, ist das sogar ganz gut. Nachdem wir jetzt 3 Stunden lang durch die scheiß Bild Mondberg durch sind. Hey, das waren nur 2, okay. Ich bin erstmal auf die Nugget-Brücke. Schnuggetbrücke. Ey, da gibt's Medizin! Chris, der Vergangenheit halt deine blöde Fresse. Ich will nur ja, der nervt, ne? Ist voll das Arschloch. Fand ich damals schon voll schlimm. Weil der ist heute noch viel schlimmer. Ich voll das Arschloch, der Junge. Ich fang jetzt mal eine Medizin hier. Moment. Ich nenne sie Mark nicht, weil ich mag meine Medizin nicht. Wen nennst du Mark nicht? Medizin. Achso. Wing Attack! Medizin schafft sie selber.
Schafft sich schon wie ein großes Mädchen, die kleine Chun-Chun. Level 41. Bei Misty im Durchschnitt, oder? Alle einfach Level 41. Ja, siehst du, dann können wir hier ruhig Chun-Chun noch ein bisschen leveln. Die sind nämlich erst Level 28. Sie hat 3 Monika? Mehr sogar. Ja, also ich habe noch kein einziges auf 41, also da kann ich ruhig ein bisschen hier nochmal... Schauen wir doch einfach mal, wie viele Monika sie wirklich hat. Misty, wenn das denn wirklich ein Name ist. Nee. Sie heißt Mistvieh, das weiß man doch. Stimmt, sorry. Oh, hier gibt's Kanako. Was? Ja, guck mal, Kanako. Oh. Die hat Solarstrahl. Das ist das Ding, das sie da auf dem Rücken hat. Na hoppala, das ist ein Kreis. Sie hat 5 Monika. Level 42. Ich glaube, die tut uns weh. Drück Alt und F4 am PC, schreibt. Kannst du deinen Bruder mal irgendwo ins Bett legen, der ist besoffen? Ach, Kevin. Mensch, jung. Das sind Witze von 1995. Hier, die hattest du im Team, Chris. Oh, jetzt ist er tot. Jetzt ist er tot, ups. Traurig. Und Momji, wir haben ja ganz schön viel noch nicht, kann das sein? Warum tötest du Momji? Hab ich umgebracht. Mein Gott, bist du ein Lappen. Nee, bin gut, hab umgebracht. Nein, fertig gemacht! Fertig gemacht. Oh nein. Chun-Chun ist gerade irgendwie weggechunt. Hol mal Rainbow immer noch kurz ein Level ab. Jawohl, jetzt kann ich Momji fangen. Wie wollen wir Momji nennen, Chris? Knife. Ja. Nein, nein. Na, was hast du denn da? Messer, nein! Knife. No! Ja. Bring mal Kleingeld mal auf 41. Ich bin dafür, dass wir Momji ins Team bringen und sie entwickeln. Nee, die hat keine L-Form, glaube ich. Ach, Klappe. Dann nehmen wir irgendwas, was eine L-Form hat. Ja, haben wir doch schon, Rainbow. Wir haben auch andere Sachen, die eine L-Form haben. Zum Beispiel Suika. Oder Alice. Langweilig. Oder Mystia. Nur weil wir deine Lieblingstoros nicht im Team haben, ne? Bist du wieder am Meckern. Ja. Wer ist denn dein Lieblingstoro, Chris? Erzähl mal. Ist es Luise? Die ist Level 5. Die ist wahrscheinlich selten. Die ist Level 5. Fuck, ich muss die fangen. Jawohl, ich habe Luise gefangen. Irgendwas ist passiert, steht da. Ja, richtig. Irgendwas ist passiert. Ich nenne sie Lulu. Lulu, ich mag Äpfel mehr als du. Lulu, Lulu. Lulu ist die Abkürzung von Wolfgang. Ja, bestimmt. Und Momji ist die Abkürzung für Wolfgang. Richtig. Wolfgang aus der Wolfgang. Wolfgang und die Wolfgang. Au, Willis große böse Wolfsshow. Kennst du das noch? Oh Gott, ja. Willi, oh, Minoriko. Na hoppala, gleich die One-Shot. Ganz beschissene Sachen aus meiner Kindheit. Ja, das war so eine scheiß Puppenshow und die lief auch nicht sehr lange. Nur so ein halbes Jahr oder so, dann haben sie die wieder abgesetzt. Aber ich hab da richtig Vietnam-Flashbacks von dem Scheiß. Hat Luise eine L-Form? Ich weiß nicht. Das kann Chris ja gerne mal nachgucken, während ich hier trainieren muss. Das L in Luise steht für nee. Hast du nachgeguckt? Nö. Dann mach das doch mal, Chris. Sei doch mal hier ein hilfreicher Co-Kommentator. Nee, bin ich nicht. Hier ist schon zu spät. Ja, jetzt hau rein. Und du schlägst zu. Minoriko will sich nicht fangern lassen. Warum nicht? Nennen sie Kartoffel. Nennen sie Kartoffel. Sie riecht nach Backkartoffel. Ja, siehst du, Backkartoffel. Der heißt jetzt Kartoffel. Passt Kartoffel überhaupt? Ja. Jawohl. Das ist richtig. Kartoffeln. Gibt's Doppelkämpfe in der Version? Ja, so wie in Feuerrot halt. Und später auf jeden Fall, ja. Ja, da brauchen wir zwei Monika, die zum einen richtig und wichtig heißen. Ja, super. Das kriegen wir hin. Und Raid und Shadow Legends. Nee, danke. Ich habe schon gegessen.
Fortnite. Kannst du jetzt mal nachgucken, ob Luise eine L-Form hat? Nein, kann ich nicht. Warum nicht? Weil ich ausgerutscht bin. Wo bist du denn schon wieder hingefallen, Chris? Auf meinem Knie. Ich hau dir gleich gegens Knie. Ach, ich freue mich ja später nochmal, den Stream durchzugucken, ein paar Clips zu erstellen. Ja, ich trete da gleich zweimal gegen. Jetzt guck nach! Du hast die Seite doch offen! Nein, hab ich nicht! Ich auch nicht! Ja, mach sie auf! Ich hab die Seite nicht! Gib einfach Bonica Dex auf Google ein! Nein! Schon wieder schwierig heute. Ja, ist verboten. Ich die alte 4 geklungen. Klangelt sich jetzt aber nicht weiter, im Grunde auch nicht. Das passt, 40 und 41 kann ich so lassen. Jetzt misst die. Nee, ich will Alice noch entwickeln. Und schon noch so zumindest auf 32 I oder so. Want it that way. Ganz ehrlich, Tobi, ich muss schon sagen, für den ruhigen Zuschauer stellst du mir viel zu viele Fragen. Chris, Alter, hör doch jetzt mal auf. sag mal, Chris, wer hat dir heute eigentlich heute morgens Müsli gekackt? Sag mal. Ich hatte ja nicht mal Müsli. Ach, das tut mir leid. Dann kann ich das natürlich verstehen. Problem ist, ich bin dann einfach schon so gefühlt seit 6 Uhr morgens auch wieder wach und bin total tot nach 2 Stunden Schlaf. Das ist doch schön. Jetzt guck mal nach, ob Elise eine L-Form hat. Nein. Warum nicht? Ich weigere mich. Ich hau dir gleich auf den Hinterkopf. Mit der Handkanne. Mein Verfeist hat und ist abgelaufen. Der Türsteher grüßt dich gleich mit dem Handkannenschlag. Oh, Shizua haben wir noch nicht. Die hattest du damals im Team, übrigens. Ja. Und ich bringe sie gerade jedes Mal um, wenn ich sie sehe. Da ist sie doch wieder. Ja, warte, ich versuch's nochmal. Jawohl. Sie hat eine E-Form. Danke, Ginyu. Immerhin jemand, auf den man sich ja verlassen kann. Ja, Shizua. Die nenne ich Chris Olle. Guck einfach mal in dein Let's Play zurück, wie sie performt hat, dann passt das. Das war übrigens Nein, nicht sehr gut. Wann war denn das? Wann hatte ich die denn im Team? Irgendwann hier und dann die ganze Zeit. Und die hat nur eine E-Form und keine guten Attacken. Die ist so ein Bisasam. Ich gehe mal einfach mal auf Part 40 oder so. Du hattest die auf jeden Fall zur Liga im Team. Und ich meine nicht die normale Liga. Ich meine diese Schlag mich tot, hau dir auf den Hinterkopf bis ein Arschloch die Liga. Mal schauen, was ich da im Team hatte. Shizua. Ich denke, du hattest SS Utsu hattest du drin. Du hattest eine L Suika. Nein, ich sag dir das selber. Ich kann das noch aus dem Hinterkopf. Du hattest eine L Suika, du hattest E Shizua, du hattest SS Utsu. Ich geh mal ganz ans Ende. Du hattest eine E Marissa. Habe ich denn hier irgendwo? Und du hattest eine Yo Mama, eine E Yo Mama hattest du auch drin. Habe ich hier irgendwo mein Team so hier? Okay, lass mich durchgehen, ja? Und sagst mir ja oder nein. Warte, wir spielen jetzt mal das Ratespiel mit Rosenthal. Wer auch immer das war. Aber es gibt irgendwie Rate mal mit Rosenthal. Der ist schon tot, der Typ. So, jetzt hier. Okay, darf ich? Ganz zum Ende, also ich bin im letzten Part. Ja, okay, ja, pass auf. Du hast eine L-Suika. So eine voll entwickelte Legendary-Suika, ja. Die man aus dem Kampf-Dojo kriegt. Ja. Dann hat... Ja, doch, ja. Wahrscheinlich. Dann hattest du dein Starter komplett entwickelt, aber E-Form, ja. Nicht L-Form, weil du sie nicht getauscht hast. Ex, ja. Genau, dann hattest du eine E-Shizua, also die von hier voll entwickelt. Ist die Orange, ne, ja. Ja, dann hattest du eine E-Yo-Mama. Ja. Warte, irgendwas habe ich gerade vergessen, was ich schon eben einmal gesagt habe. Komm ich gleich drauf. Hä? Ah ja, es ist Utsuo, genau. Und ja, das letzte, weiß ich nicht, wahrscheinlich El-Schmirnov. Nein. Warum hast du die rausgenommen? Die ist gut. Ich hatte eine L, Suvaku drin. Ah ja, gut, die ist auch nicht schlecht. Und hat die performt oder eher nicht so? Naja, ich hab die gar nicht geschafft. Ja, siehste. Du hast, glaube ich, 2 oder 3 Trainer besiegt immerhin. Ich glaube auch. Das Problem ist halt auch wirklich, die L-Formen, die du wild fangen kannst, lernen keine Attacken mehr. Wenn du die selber entwickelst, kannst du dir natürlich die Attacken geben, die du haben willst. Das ist der Trick. Ich halt eben auch gewissen, dass ich bei der Suvaku auf die Idee gekommen bin, die auf Level 70 zu lassen. Warte, die war nicht auf 100? Nein. Mensch, also ich glaube, die Liga wäre wahrscheinlich ein bisschen besser gelaufen, wenn die auf 100 gewesen wäre. Der Rest war Level 100. Ja, aber du hast E-Formen relativ viel im Team gehabt.
Das ist halt gegen Z-Bonika nicht mehr so geil. Also gegen L kannst du das noch pullen, weißt du, so eine Stufe drunter. Aber gegen Z willst du halt selber L haben. Also am liebsten hättest du gegen Z selber Z, aber hast du nicht, ne? Hast du nicht, gibt's nicht. Gibt's nicht, kriegst nicht. Boten. Der beste Trick gegen L, nicht gegen L, gegen Z-Bonika sowieso Toxin und dann irgendwie Reflex-Spam. Ja, oder du nimmst Toasty ins Team, was wir schon lange hätten tun können. Also nochmal, hat Buizen nur eine E-Form oder auch was anderes? Wenn sie nur eine E-Form hat, dann entwickelt sie sich nicht weiter. Oh, Kleingeld lernt Flying. Wieso trinke ich überhaupt Kleingeld? Flying Miku. Miku. The user bounces the foe on the second turn. It may paralyze the foe. 90 Base Damage, 85. Ah, das ist so wie Fliegen, ja? Ja. Aber macht ein bisschen mehr Damage. Und kann ich paralysieren. Ich finde das nicht schlecht. Aber ja, ich finde das auch nicht schlecht. Wir haben aber auch den Mega Kick. Und wir haben Reflekt. Ja, Reflekt möchte ich gern behalten. Es hat da immer auch nur 5 AP. Nee, ja. Pipi. Short Pipi. Pippe. So, dann würde ich sagen, nehmen wir Miku Charity weg. Dann hat er nicht mehr sehr viele Pipi. Ich bin schon dafür, dass wir. Ja, jetzt ist Miku Charity leider weg. Hups. Da gibt es kein Geld mehr. So, dann versuchen wir mal Flying Miku hier. Los geht's. Jop. Das ist einfach ein relativ starkes Fliegen. So, wen wollte ich turnieren? Alice ist tot, dann turnieren wir nochmal kurz Exitus. Die entwickelt sich auch auf 42. Ach du Scheiße, jetzt. Oh nein, 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 ja, oh Gott. Wenn wir mit den Kampfader hätten, ne? Ja, dann gibt's mir Mario Bobbe. Und dann gibt's ihn da auch nicht. Na, dann ist mir das auch egal. Dann kann Rinosuke mich mal richtig hinten rumschlümmeln. Spiel rausgepackt. Wenn wir den Kampfader jetzt hätten, wär's eh egal, weil wir entweder zum Misty müssen oder zum Rivalen. Ist also egal, ja. Egalo malo, wie man so schön sagt. Ja, machst du einfach mit dem Wendler egal. Ach, der Wendler, ey. Der kann mich mal hinten rum. Arschloch. Der ist halt so komplett aus meinem Radar raus. Keine Ahnung. Bei mir auch, aber ich wollte einfach mal sagen, dass er ein Arschloch ist. Ist mir nämlich egal. Ist mir egal, was er davon hält. No five. Ist mir egal, was der Wendler von mir hält. Der Wendler kann mich mal. Der kann dir nichts Neues dagegen sagen, weil er sich sowieso sauer mit dem Porsche streitet. Der streitet sich gleich mal mit mir. Pass mal auf, ich geb dem richtig. Hinten, links, rechts. Links, rechts, geradeaus. Und dann besonders nach links. Der Magisil-Wagen. Siehst meine Muse. Ja. Und Inspiration. Warum war sie eigentlich so pisst am Ende? Na, weil sie Vagisil nicht benutzen wollte. Die Story war, dass sie wirklich Muff da unten hatte. Und er wollte halt die ganze Zeit Vagisil erfinden, sodass sie das halt mal benutzt, damit es halt nicht mehr stinkt. Aber es stinkt halt. Und ihr ist das egal. Und sie findet, das stinkt nicht. Aber er findet, das stinkt. Und ihr geht's extrem auf den Sack, dass er ständig outpointet. Das ist die ganze Story gewesen. Inspiration. Ja. Ja, stell dir mal vor, du erzählst jedem, dass deine Frau die Inspiration dazu ist, etwas zu erfinden, das gegen Vagina-Muff hilft. Tja, sollte man sich mal Gedanken machen. Sollte man sich vielleicht mal waschen? Der Ultra-Geheimtrick. Nee, waschen ist gefährlich. Naja, reibst du ihm noch den Muff weg und die Haut auch noch. Waschen tötet Coronaviren. Nee, danke. Das ist schon wieder Luile. Ups, tot. Wie ist das passiert? Die hat nicht mehr Erfahrungspunkte gegeben. Was ein Loi. Döp, döp, döp. Hier läuft gerade das Edgeworth-Lied. Aus dem Edgeworth-Spiel. Das Edgeworth-Spiel ist schön. Hast du das mal gespielt, Chris? Nein. Hast du überhaupt mal ein anderes Phoenix Wort als das erste gespielt? Nein. Da wird's ja Sonntag Zeit, hä? Hast du Bock auf das zweite? Das zweite ist übrigens bekanntlich das schlechteste. Ich hab doch gesagt, dass es so ein Rip-Off ist. Ja, ist aber auch das kürzeste, hat nur 4 Fälle. Und was lustig ist, die ersten 3 Fälle sind allgemein bekannt als ist eher nicht so geil. Und der letzte Fall ist bekannt als einer der besten aller Zeiten. Ich bin eher froh, dass es auf Deutsch vorhanden ist. Ja, aber nur das zweite und das dritte, alles danach kommt wieder schön auf Englisch. Ich dachte, alles, was in dem Pack drin ist, ist auf Deutsch. Ja, und das in dem Pack sind das erste, das zweite und das dritte, Chris. Oh. Du liest ja auch überhaupt nie durch, was du kaufst, oder? Nein. Mir nur. Aber Apollo Justice gibt's noch auf Deutsch. Da musst du es dir aber für den DS holen. Oh.
Das erste Edgeworth-Spiel gibt's noch auf Englisch und das zweite Edgeworth-Spiel gibt's sogar nur auf Japanisch mit einem Fan-Englisch-Patch, der aber ganz gut ist. Konnichiwa. Es geht ab, Kinder. Ja, Konnichiwa, es geht ab. So, Chunchun Level 3, Dick. Kann man mal gucken, wann sich Chunchun entwickelt? Spät. Toll, danke, Chris. Bitte, bitte, ich helfe immer wieder gern. Ja, bist doch ein Arschloch. Aber hier, die wilden Chibis macht Chunchun jetzt alleine kaputt. Das ist toll. Zeitwurz, ne? Ja. Aber auch lang genug dafür gebraucht. Gegen Chen hat Chunchun immer noch keine Chance, da müssen wir noch auf Arisu wechseln. Dann mach ich einen Nice-Strahl, dann geht das wieder. Aber hier die Kartoffel. Nice-Strahl. Ja, aber Ja, du mich auch. Die beiden Kartoffelschwestern haut sie noch kaputt. Wie heißt Chunchuns Arzt? Mystia heißt sie. Ginyu ist ja. Warum ist Ginyu denn der Einzige, der hier hilfreich ist? Und deswegen exportieren wir Cranberries zu Ginyu. Und er der Einzige ist, der hilfreich ist. Am besten ziehen wir einfach aus der Region Augsburg ein paar Cranberries ab und schicken die nach Dresden. Das hilft doch weiter. Das ist eine Möglichkeit, ja. Was sagst du? Moment. Ja. Merkst du selber. Ja, danke, Chris. Nett, dass du hilfst. Tut Kanako eigentlich irgendwas Sinnvolles? Ja, den Ari zu töten. Ja, danke schön, Kanako. Wie schön. Gemeinschaft Exitus noch ein paar Level. Oh, Chunchun ist kaputt. Ups. Kommt eigentlich einer unserer Lieblingsbekannten im zweiten Phoenix-Teil wieder vor, oder? Wer sind denn unsere Lieblingsbekannten? List mal auf. Unser wunderbarer bayerischer Rapper. Ja, nee, ich weiß, im zweiten glaube ich nicht, aber im dritten. Ja, das war's eigentlich schon. Das war schon Scheißspiel, das ist das schlechteste Sack, habe ich ja gesagt. Direkt deinstalliert. Ah, nee, Thunder Punch möchte ich nicht, ja. Haben wir denn irgendwelche tollen Charaktere im zweiten Teil? Ja. 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 Mo den Clown und Money den Affen. Unterschätzt niemals Money den Affen, Chris. Auf 36 legt sie das C ab. Das C hat sie schon längst abgelegt. Auf 36 müsste sie das E kriegen. Ja, siehst du, Ginyu ist auch nicht hilfreich. Ja, Ginyu gibt dir Fehlinformationen. Cranberry ist direkt, wie wir das sind. Ja, die kommen jetzt einfach zu mir im Keller. Ich vertraue niemandem mehr. Das sind meine Cranberries. Vertrauen missbraucht. Das finde ich nicht in Ordnung. Ach du Scheiße, hat das Schaden gemacht gerade. Genau, das ist mir damals auch aufgefallen, das ist bei dem Toho-Wiki. Dass da einige Informationen falsch waren. Nein, Quatsch, die Infos sind richtig, ich habe es falsch gelesen. Nee, das war damals auch so, dass da wirklich Informationen... Achso, dann bist du wahrscheinlich auf einem falschen Wiki, nicht auf dem Wiki für dieses Spiel hier. Du musst gucken, dass das der Worldlink-Another-World-Dex ist und nicht der von Toho Puppet Play. Ich habe den gehabt, den du mir damals geschickt hast. Ich guck eben schnell selber, Leute. Ah, falsch gelesen, schreibt er auch schon. Hier ist der richtige, so. Und er hat schon recht, das ist 36, aber dann in die letzte Form hoch. Yep. Hat der Ginyu uns richtige Informationen gegeben. Siehst du, Chris, und deswegen ist Ginyu jetzt der Cranberry-Meister. Ja, ist in Ordnung, gleich mit Leben. Das heißt, du kriegst keine Cranberries mehr. Oh. Ja. Sonnenstein zu G mit Last Tech tauschen für L. Ja, wir wollen G. Das war der Plan. Also erstmal bis 36 und dann G. Genau, aber wir müssen mal gucken, weil das Wiki ist, glaube ich, da nicht komplett. Ich weiß nicht, ob G noch Attacken lernt, wenn man es entwickelt. Das müsste ich vorher mal irgendwie in Erfahrung bringen. Weil nicht, dass wir dann irgendwie dann den Rest des Spiels einen Flügelschlag machen müssen, weil da nichts mehr kommt. Tobi ist bei dir in den Keller eingebrochen. Tobi, geh raus aus meinem Keller, das sind meine Cranberries, verzieh dich. Oh, Mana Charge, was ist das denn? Spezieller Angriff und spezielle Verteidigung ab. Das ist so wie Gedankengut, ne? Ist ja gar nicht schlecht. Manchmal Aurora-Strahl weg. Oh, Arisu entwickelt sich. Mega Zundere, hopp. Nee, jetzt ist ja eine verrückte Katzenlady, die uns mit ihren Puppen abwirft. Scheiße. Nice! Hey, Arisu. Ey, Arisu. Warte mal beim Rasen. Master, powers up with Doll. Doll? Ich hab ihn in den Keller reingepackt. Chris, kannst du das bezeugen? Hab ich ihn in den. Ich glaub das auch nicht. Glaub ich nicht.
Den ganzen Abend schaut er schon gierig auf die Cranberries. Ich glaub's mir auch nicht. Ich glaub's nicht. Ich habe jetzt gerade reingeguckt und gar nicht auf die Stats geguckt. Warte, ich mal gucken, wie sind Edges Stats jetzt? Scheiße. 107 Spezialangriff, nice. Raymond 109 Base-Angriff, aber Raymond ist auch 2 Level drüber. Also Alice ballert jetzt ein bisschen. Jetzt nochmal Exitus entwickeln, dann passt das. Dann reicht mir das hin. Ballert, Bruder. Na, ich bin Exitus auch auf 40, höher müssen wir nicht, ne? Wenn sich dann nicht entwickelt, passt das schon. Ich glaube, der entwickelt sich auf 42. Kann sein, ja. 40 reicht mir hin. Du hast Schokoreiswaffeln, nice. Normale Schokoreiswaffeln oder die, wie heißen die von Nippon da? Heißen die Nappo? Ich weiß es nicht mehr. Nee, Nappo waren diese ekligen. Der ist ein Knobber. Knobber. Nappo waren, glaube ich, die ekligen. Diese rautenförmigen, die waren nicht so geil. Die hießen Nappo. Nippo und Nappo, zwei Brüder wie Kabo. Was ist denn los mit dir? Ich weiß es nicht. Man legt in der Stroh eigentlich die Sith-Parts hoch, dann können wir wieder sehen, wie dumm wir waren. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er gemeint, die alten schon gelöscht zu haben, aber mir hat er noch nicht gesagt. Der guckt da wahrscheinlich selber nochmal drüber und muss noch mit sich selbst im Reinen sein, ob er das wirklich hochladen will. Er war halt einfach nur so dauerverwirrt. Das war richtig lustig mit anzuhören. Normale, nicht die Nippon. Und auch hoffentlich nicht die Nappo. Die können wir gerne umtauschen im Verteiler, gar kein Problem. Wenn du die wirklich haben solltest. Ja, Leute, könnt ihr euch demnächst mal ein tolles Sith-Let's Play anschauen, wo True dich dabei ist. Erzähl das hier nicht zu laut, Chris. Erzähl das hier nicht zu laut. Stimmt, passiert. Fuck. Das ist doch confidential Informationen hier. Ja, jetzt kriegst du gleich nach dem Stream 30 Pants von wegen, ja, wie du spielst mit anderen, aber nicht mit uns. Ja, geil. Irgendwie hat das jetzt mit Mystia Level nicht geklappt. Fuck. Was ist denn mit Mystia? Ist tot. Du hast ein Revive. Ja, nix, ich geh Bonica Center, Chris. Ich geh Bonica Center. Ich finde, der Yari kann dir auch nicht mehr helfen. Die hat Bonica Center, da bin ich eben gegangen. Hast du gekriegt. Hast du gekriegt, gegangen. Ich pack jetzt mal Winnercake auf die ersten, da muss ich einfach nämlich nur die ganze Zeit A drücken. B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, P, Iron Defense ist doof. Wer A drückt, muss auch B, C, D, 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 klicken. Ja, ja, wer bitte sagt, muss auch Danke sagen. Richtig. So, Chun-Chun ist gleich Level 31. Aber gegen Chen wird auch wieder kritisch hier. Sag ich und sie krittet mich natürlich auch wirklich, ne? Geil. So, Chun-Chun Level 31. Gehen die Stats auch mal ein bisschen hoch. Oh, Sparrow Song. Was ist Sparrow Song? Achso, das Flucht verhindern. Ja, das machen wir lieber nicht. So Horrorblick. Das brauchen wir nicht, ne? Brauchst du das, Chris? Nein. So, guck Chris einmal, wenn ich ihm das letzte Nappo weg esse. Der mag die nämlich eigentlich doch. Nein, ist verboten. Nappo sind verboten. Schon wieder tot! Ja, das reicht mir jetzt hin. Wir grinden müsst ihr jetzt nicht. Hallo. Reicht jetzt hin mit grinden. Wir speichern. Hallo. Hallo. Ich sagte, das reicht jetzt hin mit. Oh, danke. Gehen wir nochmal schon ins Bonica Center nochmal shoppen und dann passt das. Hallo. Hallo, dir auch ein Hallo, Chris. Markt. Komm, die Mikro-Ops brauche ich mal so 71 bin gut, oder? Nehme ich. So, super Portion. Super Sparpackung, nehme ich mal ein paar mit. Paraheiler. Aufwecker hatten wir keine, ne? Da nehme ich mal 5 Stück mit. Burn Heal haben wir auch nur einen. Ja, das passt mich. Danke, tschüss. So, dann speichern wir hier mal. Memory. Wir haben schon 53 verschiedene Bonika, nicht schlecht. Einmal ein Safe State. Und dann erstmal vielen Dank hier für Another World und so weiter. Dann haben wir gemacht. Tschüss. Haben wir gemacht. So. Be right back.